Herzlich willkommen zu Monday Night Stream Nummer 36 aus der ACC-Galerie in Weimar. Wir sitzen heute hier zu dritt. Zu meiner Linken Frank Mortz, der Leiter der Galerie. Ich bin Ulrike Mönnich, bin für die Veranstaltung zuständig. Und zu Gast haben wir heute Daniel Gede. Unser Thema: Denunziation und Buchenwald. Ich stelle kurz unseren Gast vor. Herzlich willkommen erstmal. Ja, danke für die Einladung. Ja, schön, dass du so kurzfristig auch zu uns gefunden hast. Ich werde kurz etwas über dich erzählen und dann steigen wir auch direkt ein. Du bist Jahrgang 56 in Wetzlar aufgewachsen. Im Westen, ja. Im Westen, genau. Hast Politik und Geschichte in Berlin und Hamburg studiert mit Schwerpunkt Friedens- und Konfliktforschung. Du warst Freiwilliger der Aktion Sühnezeichen Friedensdienste und in diesem Zuge sehr viel in Israel, in vielen arabischen Ländern unterwegs als Freiwilliger. Hast dort Gutes und nicht so Gutes erlebt. Vielleicht kommt das dann dezidiert noch zur Sprache. Du hast vor allem von 1995 bis 2014 die pädagogische Arbeit in der Gedenkstelle Buchenwald geleitet. Bis 2017 warst du dort und hast die Arbeit entscheidend mitgeprägt, die pädagogische Arbeit dort. Du bist in vielen Bildungsprojekten engagiert, vor allem auch was den Nachwuchs, was die jüngere Generation anbetrifft. Es gab viele Kooperationen mit dem EJBW in Weimar, mit der Klassikstiftung und so weiter. Darüber werden wir dich dann auch noch befragen. Ich bin, und das ist mein persönlicher Einstieg, ich bin Jahrgang 74, bin in Weimar geboren und meine Geschichte zu Buchenwald hörte eigentlich 1945 auf. Ich habe dann mit 89 viele neue Aspekte zu diesem Thema erfahren. Ich war in der Schule, hatten eine ganz eigene Erinnerungs- und Gedenkkultur. Das ist jetzt, ich sage das wertfrei. Und ich erfuhr, jetzt komme ich auf das Thema Denunziation, als junges Mädchen von Fällen aus dem Bekannten- und Bekanntenkreis, dass jemand von einem Tag auf den anderen dort oben verschwand. Und das betraf die Jahre nach Kriegsende. Und ich fragte mich einerseits, was dieser Mensch wohl ausgefressen haben mag, dass er von einem Tag auf den anderen dort verschwand. Ich hatte ein sehr diffuses Verständnis davon, was das zu bedeuten hat. Aber das war mein persönlicher erster Kontakt mit einer wirklichen Denunziation, die Menschen geschadet hat, also die Schlimmes verursacht hat. Auf alles werden wir heute zu sprechen kommen, aber mein Einstieg: Du bist 1995 hierher gekommen, nach Weimar. Wie hast du diese Stadt vorgefunden? Also was war dein erster Blick auf die Stadt? Also erstmal muss ich sagen, weder Freunde noch ich haben damit gerechnet, dass ich mal in einer Gedenkstätte arbeiten werde. Mhm. Also wenn man Friedens- und Konfliktforschung studiert und Schwerpunkt Nahost gehabt hat und Ost-West, dann ist das nicht unbedingt die Basis, um dann in eine Gedenkstätte zu kommen. Durch einen Kontakt zu meinem früheren Deutschlehrer, der dann als Staatssekretär kommissarisch die Gedenkstätte Buchenwald mitgeleitet hat und dann gefragt hat, na, wir suchen jetzt einen neuen Leiter, möchtest du dich nicht bewerben? Ich sagte, naja, also das möchte ich mir erstmal angucken. Habe dann festgestellt, das ist einfach 5 Schuhnummern zu groß und dann ergab es sich, dass er gesagt hat, aber ich werde vermitteln, dass Sie bei dem neuen Leiter Bewerbungsgespräch haben können. Vielleicht in der Pädagogik oder so. Und das hat dann tatsächlich so auch geklappt. Und Ricola Lüttgenau, der damals eben auch schon in der Gedenkstätte gearbeitet hat, auch aus dem Westen kam, hat mir den sehr entscheidenden Tipp gegeben: Mach dir klar, dass die Leute hier zwar auch Deutsch reden wie du, aber es ist ein anderes Land. Und glaube nicht, dass alles hier so zu laufen hat, wie du das aus der Bundesrepublik alt kennst. Also neue Länder und gebrauchte Länder. Ne? Und das war ein ganz, ganz wichtiger Hinweis, weil natürlich die Erfahrungen, auch die Auseinandersetzung gerade mit Geschichte in beiden deutschen Staaten sehr unterschiedlich gelaufen sind. Und das Gute in der Gedenkstätte war, dass nicht eins gegen das andere ausgetauscht wurde, sondern die Lücken in beiderlei Geschichtsschreibung dann Thema wurden. Also im Westen hat man über den 20. Juli gesprochen und die Geschwister Scholl, Kommunisten als Widerstandskämpfer oder gar Deserteure, das war ja ganz schwierig.
Während hier der Schwerpunkt anders war und es gab, Stichwort Deserteure, Frauen in den Außenlagern, Roma und Sinti, eine ganze Reihe von Gruppen, die in beiden deutschen Staaten nicht thematisiert worden sind. Und das war dann gerade in Buchenwald, als ich anfing, 1995 ein wichtiger Punkt, das gemeinsam neu zu recherchieren. Also nicht nur die Geschichte nach 1945, die du gerade angesprochen hast, sondern auch die Lücken, die es in der Geschichte vorher gab. Und dann sortieren, was ist Legende, was ist tatsächlich passiert, was ist belegbar, was nicht. Was hat das mit dem Mahnmal auf sich und mit dem alten Lagergelände? Archäologie war auf einmal wichtig, was findet man da? Auch Dinge, die überhaupt nicht ins Bild gepasst haben, die zum Teil eben aus der Zeit nach 1945 stammten. Und Esnaf mit der Jahreszahl 1947 passt nicht in die KZ-Geschichte. Was macht man damit? Schnell verschwinden lassen, damit es einfach bleibt? Oder macht man es mit zum Thema? Und solche Geschichten waren dann doch sehr spannend. Und ich glaube, für mich war die entscheidende Frage im Bewerbungsgespräch, wie soll diese Gedenkstätte in 50 Jahren aussehen? Also für was für eine Gesellschaft, mit was für Problemen braucht man diese Erinnerung eigentlich, die ja so hochkomplex ist, dass man ja ewig und drei Tage darüber reden könnte, ohne dass irgendeiner, der hinkommt und hören will, überhaupt noch zu Wort kommt. Und das war dann wiederum auch mein Eindruck, als ich das erste Mal dort herumgeführt worden bin und dies noch und das Speziallager und das Mahnmal. Okay. Um Gottes Willen, wie soll man das in 90 Minuten in einer Führung unterbringen? Das geht doch überhaupt gar nicht. Das war für mich dann der Grund zu überlegen, guck doch von der anderen Seite. Was könnte diejenigen, die vor dir stehen, interessieren? Und das war ein sehr, sehr entscheidender Impuls, der auch verlangt, dass wir als Mitarbeiter uns sehr gut auskennen müssen, mit sehr unterschiedlichen Geschichten und Erfahrungen, um dann auf auch ganz unterschiedliche Besuchergruppen reagieren zu können. Der Anspruch ist ja nur einlösbar, wenn man auch was zu bieten hat. Und dadurch ist es eigentlich all die über 20 Jahre sehr spannend geblieben. Also insofern hatte ich richtig Glück. Ich bin zur richtigen Zeit gekommen, als alles eben noch sehr im Aufbau war und man viele Dinge dann neu überlegen musste. Und ich bin auch sehr froh, dass eben nicht alle DDR-Kollegen rausgeschmissen worden sind, sondern mit ihrem Wissen geblieben sind, inklusive dem Wissen, dass manches auch gerade in der Pädagogik vorher sehr schief gegangen ist. Genau. Das haben die Leute dann selber gesagt. Mit einem anderen Bewusstsein gearbeitet werden konnte. Ja. Und neu recherchiert. Und wie war denn der Austausch, wie wir jetzt, also die, hat man dann anhand von Fällen oder was war dein Ansatzpunkt oder wie bist du dort eingestiegen, wie ist so ein, hat das angefangen für dich ganz konkret? Also ich habe als erstes die Aufgabe gekriegt, schreibe eine Konzeption. Was redest du in 90 Minuten vor einer Schülerklasse? An welchem Ort kommt welche Geschichte und warum? Vor allem warum? Und das verlangt von einem, dass man sich sehr gut überlegt, was ist nun eigentlich so wichtig, dass ich das erzähle und mit welchen Beispielen kann ich das greifbar machen. Also allgemein über Faschismus oder Nationalsozialismus reden, entwickelt keine Bilder. Und wir sitzen ja auch in einer Ausstellung, wo es um Bilder geht und um Erfahrungen, die via Bilder und Visualisierung sichtbar gemacht werden. Die Bilder habe ich nicht, also muss ich Geschichten erzählen. Aber nicht einfach Märchen, sondern belegbare Dinge. Und ich muss auch nachweisen können, woher die Quellen kommen. Und vielleicht als Beispiel, ich bin in Wetzlar groß geworden. Um die Ecke hat der Pfarrer Paul Schneider seine erste Gemeinde gehabt, ist später in den Hunsrück gekommen und dann konnte er ja nicht den Mund halten. Und hat sich dann praktisch mit seiner Feststellung, dass sein Glauben wichtiger ist als das Überleben, so positioniert, dass er dann verhaftet wurde und dann auch nach Buchenwald kam und hier ums Leben gebracht worden ist. Und als Beispiel, jetzt kann man auf dem Appellplatz seiner Gruppe sagen, ja, und hier hat er gestanden. Und dann wurde dort oben auf dem Turm die Nazi-Fahne hochgezogen. Führers Geburtstag, 20. April oder 1. Mai, ist schon nicht mehr klar. Und alle müssen die Fahne grüßen und die Mütze abnehmen. Und einer macht es nicht und das ist er. So, und jetzt gibt es die eine Geschichte, dass daraufhin sofort jemand von der SS auf ihn zustürzt, ihn herausholt aus der Masse, ihn zusammenschlägt, in den Arrestzellentrakt im Lagertor bringt und da kommt er nicht mehr lebend raus.
Es gibt eine zweite Version, die sagt, es ist erstmal nichts passiert. Aber nach dem Appell und alles ist abgetreten, heißt es, der, der die Mütze nicht abgenommen hat, soll sofort zum Lagertor kommen, sonst wird das ganze Lager bestraft. Und daraufhin sei Paul Schneider nach vorne gegangen. Und es gibt die dritte Version, die habe ich von der Witwe von ihm, von Margarete Schneider, erfahren. Die erzählte mir, dass ein Überlebender, also jemand, der freigelassen worden ist und zu der Zeit im Lager war, als auch Paul Schneider da war, dass auch diese Durchsage nicht kam. Hm. Und es war unklar, haben die ihn jetzt übersehen oder überlegt sich jetzt der Kommandant, wie er den ganzen Block bestraft, was ja durchaus üblich war, Kollektivstrafen. Und dann entstand wohl Krisenunruhe in der Baracke und der Blockälteste, ein junger Blockältester, ein Gefangener, wird von anderen Gefangenen gedrängt, den Pfarrer zu melden. Was wir als Heldentat sehen, war aus ihrer Sicht hochgefährlich für die ganze Gruppe. Und nicht nur das, es hat ihnen auch ihre eigene Schwäche vorgeführt. Das Argument, ja, wir mussten die Mützen ja abnehmen, hat er ja glatt widerlegt. Er hat sie ja aufbehalten. Und dann unter dem Druck wäre dann dieser Capo zum Kommandanten gegangen, hätte gesagt, ja, der Häftling so und so hat die Mütze nicht abgenommen. Und dann ist klar, dann kann die SS nicht sagen, naja, ist uns egal. Ja? Nee, da müssen sie reagieren. Das erste Akt der Denunziation hat das dann vollendet. Ja, genau. Mhm. Jetzt könnte man versuchen herauszukriegen, welche Geschichte wahr ist. Da wird man scheitern. Mhm. Es ist nicht mehr aufzuklären. Mhm. Dann kann man sich entscheiden, nur eine Version zu erzählen, die einem am besten passt. Also die mit dem aufrechten Pfarrer und den ohnmächtigen Häftlingen, die nichts tun können, der brutalen SS und er wird herausgeprügelt und so weiter. Die letzte Version sagt eigentlich sehr viel über die Binnenverhältnisse, wie mit Angst und Hoffnung ein Riesenheer von Gefangenen beherrscht wird. Mhm. Und ich habe dann einfach als Beispiel diese verschiedenen Versionen erzählt, nachdem ich sie erfahren hatte. Und den Jugendlichen oder den Besuchern gleich klar gemacht, das ist hier nichts Einfaches. Wir haben es hier mit sehr vielen Schichten zu tun. Und diese schnelle Zuordnung, gut, böse, Held und böser Täter, hilft einem eigentlich nicht weiter, um dieser Komplexität auf die Spur zu kommen. Es sind wie so Versuchsanordnungen, auch für das eigene, um das eigene Handeln zu überprüfen. Also wenn du diese Geschichten erzählst, dann kann jeder prüfen, also auch wie hätte es, es ist ja immer das Reflexive, wie würde man selber in der Situation handeln? Darf man jetzt urteilen, ist das eine Situation, das hatten wir auch eben im Vorgespräch kurz, ne? Also wann darf man ein Urteil fällen? Die Jugendlichen möchten gerne klar wissen, was ist richtig, was ist falsch. Hm. Und dafür ist, wenn man es ernst nimmt, so ein Ort nicht geeignet. Hm. Auf den ersten Blick ja, auf den zweiten Blick nicht. Hm. Und dann wird es aber auch sehr spannend und meine Erfahrung ist, dass auch 14-, 15-Jährige darauf anspringen. Also man muss nicht denken, dafür sind sie zu jung und das ist zu kompliziert. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man ihnen das zutraut, dass sie springen und sich darauf einlassen und ihre Fragen stellen und auch riskieren, etwas zu sagen, was dann überhaupt nicht passt und wo man sagen muss, also das konnte damals so nicht gehen. Es gab keine Beschwerdestelle oder so etwas. Dann kann man auch sehr viel mit dem eigenen Wissen unterstützend diesen Lernprozess fördern. Mhm. Und dann wird es ein Dialog, weil man auch selber ja gefordert ist, immer wieder auch neu zu überlegen, woher weiß ich das denn? Und kann ich das nachvollziehend darstellen? Das war eigentlich so der Hauptpunkt, der mich auch davon befreit hat, in 90 Minuten alles zu erzählen. Mhm. Weil man dann bei so vielen verschiedenen Dingen wie Mahnmal plus, also DDR-Geschichte plus Speziallager plus Nationalsozialismus, ja nicht nur Buchenwald, sondern auch Weimar, dass man dann in völligen abstrakten Begriffen hängen bleibt, die keinen mehr was erklärt. Mhm. Also solche einzelnen Geschichten erklären eigentlich viel besser. Mhm. Ich wollte noch kurz was. Ja. Du hast als Eva Fahidi Pushtai und Ivani zum Ehrenbürgern dieser Stadt gemacht wurden, hast du etwas gesagt,
Nur einen Teil zitiere ich jetzt. Mhm. Man wird nicht nur jemand anderes ehren und bewundern für sein Engagement und seine Versöhnungsbereitschaft, man geht auch eine Verpflichtung ein, sich nämlich der Geschichte Buchenwalds als Teil der Stadtgeschichte zu beschäftigen. Also dieses, ja. Das hat mich sehr bewegt, auch weil die beiden Ehrenbürger besondere Menschen sind, wie alle auch, aber das und das natürlich uns heute auch in diese besondere Verantwortung setzt und wir heute auch deswegen hier sitzen, weil das eben was mit uns zu tun hat und wir das erörtern wollen und müssen. Also als Volkhard Knigge die Ehrenbürgerschaft, also nicht die Ehrenbürgerschaft, den Weimar-Preis gekriegt hat, der Stadt Weimar, hat er eben auch gesagt, wenn wir hier Leute wie Semprun oder eben die beiden, die du genannt hast, oder andere auszeichnen, dann sollten wir uns nicht mit ihrem Leben dekorieren. Genau. Das ist das Gefährliche dabei, sondern das als Verpflichtung begreifen. Das war eigentlich so der Gedanke dabei. Und Verpflichtung klingt gleich nach Last. Mhm. Und ich muss sagen, ich hätte nicht gedacht, dass man in einem Ort wie Buchenwald so bereichert werden kann. Mhm. Also als Beispiel, man denkt, dass die Überlebenden, die zum 11. April regelmäßig wiedergekommen sind, unter dem Leid schwer zu tragen haben. Das wird alles wieder aufgewühlt und so weiter. Und ich habe dann einen von den russischen Überlebenden, den ich dann näher mitgekriegt habe, gefragt, ist es nicht schwer für Sie, jedes Jahr hier wieder herzukommen? Ach, sagt er, das ist für mich wie Urlaub. Und dann habe ich gefragt, ja, warum? Na, sagt er, ich bin nun schon weit über 80, wohne in einem Hochhaus ohne Aufzug und meine Frau kann nicht mehr gut gehen, ich muss alles erledigen. Und dann komme ich hierher, möchten Sie sich bitte in das Auto setzen, hier ist das Zimmer, das Frühstück ist vorbereitet. Man wird umhegt und gepflegt und er muss niemanden von den Überlebenden, sowieso nicht, aber auch den meisten Mitarbeitern der Gedenkstätte und den Freiwilligen, nicht erklären, was das kleine Lager war und was der Appellplatz war, weil die einen wissen es aus eigener Erfahrung und die anderen haben sich schon seit Jahren mit diesen Fragen beschäftigt. Es reicht ein Stichwort und er muss sich nicht lange erklären. Es reicht das Sein, das pure Sein an diesem Ort. Ja, und das war für ihn erholsam. Also auch in Moskau, wenn er sagt, ich war in Buchenwald, was sagt das den Leuten? Ja. Er muss sofort wieder erklären. Und hier ist der Ort, wo er wieder herkommen kann. Es ist vorbei, offensichtlich. Und er hat mit Menschen zu tun, die ihm Gutes wollen und wo er eben auch über die schwierigen Themen in kurzen Stichworten reden kann, ohne alles vertiefen zu müssen. Das war die Erklärung, warum er, Urlaub klingt vielleicht merkwürdig, aber als etwas, wo er nicht belastet, sondern erleichtert ist durch die Umgebung und durch das Wissen auch der anderen. Und ja. Ich möchte noch mal auf diese, also was hat uns dazu bewogen, überhaupt so eine Ausstellung zu machen zum Thema Denunziation und dann natürlich gleich wieder auf das Thema Buchenwald oder sagen wir ruhig Buchenwald-Weimar und Denunziation zu sprechen zu kommen. Also was interessiert uns an diesem, als KulturarbeiterInnen und OrganisatorInnen im weitesten Sinne, an diesem Thema? Da spielt natürlich immer dieser historische Blick eine Rolle, also das, der Blick zurück, der ist uns ganz wichtig, aber vielleicht auch ein Blick in unsere Gegenwart, in der es ja auch Regulierungen und Gesetze gibt, die, könnte man fast behaupten, förmlich danach schreien, nach Dissens, auch nach Widerspruch oder nach Denunziation, nach Anzeige. Ich habe da jemanden gesehen, der keine Maske trägt, blöder Vergleich, oder ich habe, warum lässt sich der und der nicht impfen und so weiter. Das alles sind schon Bezüge, die wir zumindest gesehen haben oder wir glaubten zu sehen. Wir wollen also verstehen, das hat Ulrike schon mal ein bisschen durchklingen lassen, warum Menschen denunzierten, warum sie denunzieren. Das heißt, warum, um jetzt wieder in die Vergangenheit zu gehen, warum so viele Menschen dem nationalsozialistischen Unrecht zuarbeiteten und Verrat an ihren moralischen, sittlichen, sozialen Vorstellungen und Verpflichtungen verübten gegenüber ihren Mitmenschen. Und wie wir wissen, die Lebensumstände der Häftlinge im KZ sind natürlich auch noch unvergleichbar lebensbedrohlicher als jene im zivilen Leben, auch in der faschistischen Staatsdiktatur. Sprich, dass sich unter Lebensgefahr die eigene Position gegenüber einer potenziellen Denunziation nochmal ganz anders darstellt. Davon haben wir natürlich weniger eine Vorstellung.
Uns fehlen da Erfahrung und Wissen und wir hoffen, dass du da, lieber deine Gene, uns da aus deinem Erfahrungsschatz, auch nicht als Zeitzeuge, aber als jemand, der sich 20 Jahre lang mit dieser Materie auseinandergesetzt hat, berichten kannst. Es gibt sehr viel Literatur auch über Denunziation im Dritten Reich, also über Hinschauen und trotzdem Wegsehen. Aber ich habe zumindest nicht sehr viele Informationsmaterialien gefunden über Denunziation innerhalb der KZs. Wir sitzen, und dann nochmal ein Sprung in die Gegenwart, wir sitzen hier in einem Raum, in dem ein syrischer Künstler, ein deutsch-syrischer Künstler, muss man inzwischen sagen, namens Khaled Arfe, eine Rauminstallation gestaltet hat, die heißt Syrien Genozid, also hat mit Absicht das syrische Syrien im Englischen belassen und in nicht Genocide, sondern Genozid, eine englisch-deutsche Sprachkombination. Die heutigen Verhältnisse in Syrien wurden vom El-Assad-Regime, und du hast ja selbst gesagt, du hast damit auf eine gewisse Art und Weise auch Bekanntschaft gemacht, innerhalb von Jahrzehnten mit Hilfe zahlreicher Geheimdienste in jeder Ecke des Landes auf- und ausgebaut in Syrien, um die vom Regime ausgeübte Diktatur im Land zu festigen. Syrien ist also seit 1970 kein demokratisches Land mehr, sondern ein Bauernhof, wird gesagt, der zur Al-Assad-Diktatur und Al-Assad-Familie gehört. Khaled Arfe, der Künstler, meint dazu, bei uns in Syrien, und da spreche ich jetzt quasi von der Jetztzeit, sagte die alte Generation immer zu uns, die Wände haben Ohren, damit wir Bewohnerinnen des Landes nicht laut unsere politischen Meinungen äußern sollten. Wir hatten vor anderen Syrern und Syrerinnen immer Angst und kein Vertrauen zu ihnen, sondern hatten Albträume vom Geheimdienst. Nur den engsten Freunden konnten wir vertrauen. Wenn man von einem Geheimdienst eine Einladung zum Café hatte, und das gab es offenbar, bedeutete das meist, dass jemand einen Menschen beim Geheimdienst denunziert hatte. Und das wiederum hieß bei uns in Syrien, dass ein Weg ohne Rückkehr vor einem lag, also ins Gefängnis. Inspirieren lassen hat sich der Khaled Arfe von einem tagebuchartigen Roman für diesen Raum, der heißt Das Schneckenhaus von Mustafa Khalifa, der wohl inzwischen, ich glaube, in Paris lebt. In dem Buch verbringt der Erzähler 12 Jahre in syrischen Foltergefängnissen, weil er in Frankreich, also 1980, dort studierte, bei Freunden einen Witz über den Vater von El-Assad, also von Hafez al-Assad, erzählt hat. Und das kommt also rauf, das kommt zur Sprache. Al-Assad, der praktisch von 1970 bis 2000 Staatspräsident, als Staatspräsident den Staat diktatorisch regierte. Nach dem Studium in Paris kehrt der Erzähler des Romans nach Paris, von Paris aus nach Damaskus zurück und wird direkt am Flughafen von Damaskus festgenommen, gleich einkassiert. Ein Schicksal, das wie die Inhaftierung selbst den Autor Mustafa Khalifa auch wirklich ereilt. Auch der Romanautor, also der Roman trägt zum Teil biografische Züge. Jemand hat ihn also denunziert. Wir sind also mit diesem Raum eigentlich in der Gegenwart schon gelandet, zwischen Buchenwald und den Wüstengefängnissen in Syrien sozusagen. Die Frage ist, das kannst du möglicherweise auch nicht beantworten. Ich weiß nicht, gleichen sich die Methoden und Strategien von Denunziation zwischen verschiedenen Diktaturen und zwischen verschiedenen Epochen? Gibt es da Gleichnisse, die man ziehen kann? Und vor allem ist für uns natürlich als nachfolgende Generation für uns interessant, gibt es einen typischen Denunzianten, kann man das sagen? Und was können wir, vor allem aus den Geschichten, uns geht es also auch im ACC immer wieder, in den Kunstwerken, die wir auswählen, um die einzelnen Geschichten, nicht unbedingt um das Gesamtbild, sondern um die einzelnen Geschichten. Ich füge noch hinzu, weil Ulrike hatte das vorhin so schön erzählt, mein Geschichtsbild von Buchenwald stammt eigentlich auch aus der DDR, FDJ-Mitglied. Man musste im Prinzip dann, ich glaube, als man Mitglied der FDJ wurde, gab es dann auch eine Gedenkfeier vor dem Glockenturm des Mahnmals. Und dort wurde von allen im Chor geschworen, nie wieder Faschismus. Und dann natürlich die DDR-Pflichtlektüre Nackt unter Wölfen, die inzwischen dreimal verfilmt wurde. Und dann sicher auch etwas, was in der DDR nicht so als Buch erschien. Es waren ja bürgerliche Schriftsteller, die nicht so veröffentlicht wurden, außer vielleicht im Westen nichts Neues. Aber Erich Maria Remarque hat eben auch andere Sachen veröffentlicht, wie den KZ-Buchenwald-Roman Der Funke Leben. Also dadurch war praktisch mein Buchenwald-Bild bestimmt.
Und ich habe das dann auch irgendwann so zur Seite gelegt und wurde erst durch eine Ausstellung, die wir 1995, glaube ich, hier gemacht haben mit Pierre et Gilles, einem französischen Künstlerpärchen, die haben nicht ein Buchenwald-KZ, aber ein KZ-Heft, einen schwulen KZ-Häftling dargestellt, also gestaged, aufgebühnt. Ein Jüngling war das mit Sträflingskleidung und das hieß Le Triangle Rose mit rosa Dreieck. Es war so ein schwuler KZ-Häftling und im Vordergrund der Stacheldraht, im Hintergrund die untergehende Sonne, also sehr kitschig. Und dieses angekitschte, die übermalte Fotografie von Pierre et Gilles hat dann für mich ein neues Kapitel eröffnet, mich dann doch wieder mit Buchenwald zu beschäftigen, während ich es eigentlich satt hatte, nicht mit nie wieder Faschismus, aber mit den antifaschistischen Phrasen, die wir eben in der DDR zu dreschen pflegten. Zum Reproduzieren von ewig gleichen Sinn. Genau, genau, das hat man dann irgendwann satt gehabt. Aber klar, wir haben halt ein sehr eigenes DDR-Bild eigentlich, ein eigenes Geschichtsbild von Buchenwald. Und das hat natürlich mit dem illegalen Lagerkomitee zu tun und all dem, was eben, was uns gelehrt wurde, eben mit der Selbstbefreiung Buchenwalds und so weiter. Aber nochmal zurück zur Frage, gibt es zwischen jetzigen Regimes und dem damaligen faschistischen Regime Ähnlichkeiten, Gleichnisse? Vielleicht dazu vielleicht erstmal. Also fangen wir mit dem Wort an. Denunziation wird auf der einen Seite, ich habe mal nachgeguckt in einem alten DDR-Fremdwörterbuch von 1960, als Anschwärzen aus persönlichen niedrigen Beweggründen dargestellt. 2000 steht im Duden drin, Anzeigen, also auch Anschwärzen aus persönlichen Motiven, aber eben auch Anzeigen. Und ihr habt jetzt bei einer früheren Veranstaltung ja auch deutlich gemacht, dass eine Denunziation anonym mit einem Zettel in einen Kasten werfen in Florenz auch dazu dienen sollte, Dinge, die nicht in Ordnung sind, verfolgen zu können, die einfach den nicht gut ausgebauten Behörden nicht bekannt waren. Mir ist das deshalb wichtig, weil jetzt da zwei Dinge mit reinkommen. Das eine ist das Interesse. Warum teilt jemand etwas mit? Sind das niedrige Beweggründe oder sind das sehr lautere? Wenn wir heute über Whistleblower reden, Assange und andere, dann haben sie ja nicht eigennützige Motive, sondern sie möchten auf Missstände aufmerksam machen. Und das Zweite ist, es hat immer was mit Macht zu tun, mit Machtgefälle, dass man für seine eigenen Zwecke ausnutzen möchte. Ja, und man konnte jetzt ja hier die AIDA-Aufführung angucken. Wenn man da genau hinschaut, geht es genau auch dort um Verrat und Liebe und Macht und so weiter. Also so gesehen ist es überhaupt nichts Neues, es ist auch nichts speziell Syrisches oder DDR oder Bundesrepublik oder Russland, sondern das hat sehr viel was mit menschlichem Umgang zu tun, und wenn man noch viel weiter zurückgeht, wird man entsprechende Geschichten auch in der Bibel finden. Ne? Also das ist überhaupt nicht neu. Die für mich wichtige Frage ist, wie wird bewertet? Ja? Und da muss man sagen, dass in der Lagergesellschaft Buchenwald zum Beispiel ohne Vorteilnahme und ohne gelegentlich auch Denunziation das eigene Überleben überhaupt nicht möglich war. Also der Kampf zwischen den politischen Häftlingen mit rotem Winkel und den sogenannten Kriminellen mit dem grünen Winkel ging tatsächlich um die Frage, wer hat hier welche Positionen unter Aufsicht der SS inne und kann im Häftlingskrankenbau und im Kammergebäude, wo die Kleidung lag und so weiter, oder in der Schreibstube mit darüber entscheiden, wer kommt in die Fabrik, hat ein Dach über dem Kopf oder wer muss im Steinbruch arbeiten, was ein ziemlich sicheres Todesurteil war. Und das funktioniert nicht einfach mit freundlich abstimmen und lass uns mal reden, sondern das ist sehr brutal passiert. Auch mit Denunziation, der ist schwul und daraufhin hat die SS reagiert und so weiter. Übrigens, das kann man im Film Nackt unter Wölfen und auch in dem Roman wunderbar nachverfolgen. Wie weit reichen die eigenen guten Vorstellungen, das Leben zu retten, also muss das nicht auch heißen, dass man ein kleines Kind rettet von 3,5 Jahren. Und die anderen sagen, aber das können wir uns nicht leisten. Ja, wenn der Junge gefunden wird und er verrät alle,
dann fliegt der ganze Widerstand in die Luft. Und ist es das wert, ein einziges Leben? Und das spiegelt sich dann auch innerhalb der SS, wo die einen ja auch schon anfangen, sich freundlich gegenüber Häftlingen zu verhalten, damit die später ein gutes Zeugnis abgeben. Und das wird in dem Film, auch in dem Roman thematisiert. Aha, ihr seid schon dabei, euch rückzuversichern. Ihr rechnet wohl damit, dass hier bald alles Schluss ist und ihr seid nicht mehr bereit zu kämpfen. Also insofern kann man auch schon in der DDR-Literatur da spannende Hinweise finden. Und dass wiederum der Roman Nackt unter Wölfen von Bruno Arpitz geschrieben wurde, hat ja auch was damit zu tun, dass es einen Machtkampf der Kommunisten, die aus Moskau zurückkehrten, die Gruppe Ulbricht, und die in Buchenwald überlebt haben und in anderen Lagern überlebt haben, gegeben hat, wo manche dachten, naja, die Buchenwald überlebt haben, die sind sozusagen moralisch höher gestellt. Die haben nicht nur im Hotel gesessen, in Anführungszeichen, in Moskau, wo ja auch Leute denunziert wurden und verschwanden. Und das führt dazu, dass wir sehr viel über das Lagerbordell in Buchenwald wissen. Nicht, weil im SRD-Archiv ausführlich dokumentiert wurde, wie das Leben auch von den wenigen Frauen in Buchenwald ausgesehen hat, sondern weil man über diese Bordellgeschichte sagen konnte, der und der Kapo, Kommunist, ist auch ins Bordell gegangen, ist daher moralisch nicht tragbar und kann in der DDR keine Stellung mehr einnehmen. Das ging bis in den Gulag, nicht, wo dann zwei Leute dort abtransportiert worden sind. Einer ist auch nie wiedergekommen. Sprich, wir müssen, was jetzt die Recherchen angeht von Geschichten, immer wieder auch nach den Interessen fragen. Wem nutzt es, das so darzustellen oder anders? Wem nutzt es, die Geschichte von Paul Schneider so darzustellen und nicht anders? Er war ja zu DDR-Zeiten neben Thälmann einer derjenigen, die dann auch namentlich genannt worden sind. Obwohl er nur Christ war. Ja. Ja? Aber der Prediger von Buchenwald tauchte auf, ja. Hat eine eigene Zelle bekommen, Margarete Schneider ist immer wieder eingeladen worden und so weiter und so weiter. Kurz und gut, es ist lohnend, dann immer wieder nachzufragen. Und wenn man jetzt fragt, was ist jetzt hier mit der syrischen Geschichte? Ich bin 1988 mit einer Delegation von niederländischen, britischen, westdeutschen Friedensbewegten in Nahost unterwegs gewesen. Das hieß in Israel, in der Westbank, im Gazastreifen, in Jordanien und in Syrien. Um herauszukriegen, mit wem können wir ernsthaft reden, wen können wir unterstützen und wer benutzt uns nur als Lautsprecher für seine Propaganda. Und ich erinnere mich sehr gut, wie wir dann bei diesen vielen Gesprächsterminen von einem Ort zum nächsten, 4, 5 Termine an einem Tag, dann auch von einem Mitarbeiter der niederländischen Botschaft gefahren wurden, einem syrischen Chauffeur. Und dann haben wir über das letzte Gespräch geredet. Und dann sagte dieser Chauffeur, please don't talk. Was heißen sollte, wenn ihr hier redet, ich muss berichten. Seid ruhig. Ja, und da war das dann sehr wohl zu spüren. Und was jetzt den Brückenschlag wieder in die Gegenwart, aber auch zu diesen beiden Lagern vor und nach 1945 liefert, ist, solche Lager und solche Systeme funktionieren nur, wenn es auch Leute gibt, die denunzieren. Und ich erinnere mich an Berichte aus der Gestapo aus Würzburg, die sagten, wir können uns vor Denunziation überhaupt nicht retten. Ja, da wird aber auch viel schmutzige private Wäsche gewaschen. Und man möchte Leute loswerden und das ist ein ideales Mittel, wenn man sagt, der hat einen blöden Witz erzählt und macht sich über die Nazis lustig, zack, ist er weg, da wird nicht groß überprüft. Und das ist, glaube ich, ein entscheidender Punkt, wo Gesellschaften sich dann doch sehr unterscheiden. Gibt es die Möglichkeit für jemand, der Opfer einer Denunziation wird, sich dagegen zu wehren? Ja, ich glaube, jetzt gerade die Geschichte mit Frau Künast, die bis vor das Verfassungsgericht gezogen ist, weil Leute im Netz aufgerufen haben, also sie bis hin zum Umbringen, ne? Also Beschimpfungen und so weiter, wo ihr dann gesagt worden ist, also vom Verfassungsgericht mitgeteilt wurde, das ist auch strafbar. Das ist nicht freie Meinungsäußerung. Und insofern ist die Frage, wie weit sind diejenigen, die ihre Macht durch Denunziation für den eigenen Vorteil nutzen wollen, möglicherweise gebremst durch Machtteilung und so weiter. Im Lager funktioniert das überhaupt nicht.
Und das ist ein ganz, ganz schwieriges Thema, weil natürlich die Gruppe der deutschen Kommunisten, dann in Verbindung auch mit den Kommunisten aus Frankreich und den anderen Ländern, sehr wesentlich die innere Struktur des Lagers mitbestimmt hat. Mit Zustimmung des Kommandanten. Auch das wird in dem Film Nackt und der Wölfen deutlich, wo dann der Kommandant sagt, Sie haben hier eine Widerstandsorganisation aufgebaut. Wer war das? Und dann sagt der Hans Eiden, ja, waren Sie. Sie haben uns in die Posten gehievt, nicht wahr? Das ist schon sehr mutig, aber es beschreibt auch die Realität, diese Doppelbödigkeit von diesen Positionen. Man kann doch bestimmte Dinge erreichen und Leute retten, wenn man in einer Position ist, die von der SS abgesegnet ist. Und insofern ist der Widerstand der Kommunisten auf der einen Seite gut, auch für andere, weil sie dafür sorgen, dass dann zum Schluss nach Möglichkeit eben nicht alle aus dem Lager herausmarschieren und in den Tod gehen. Es wird aber dann zur Heldengeschichte, wenn, wie im Film und im Roman, dann das Lager sich selbst befreit. Und das war nach den ganzen Unterlagen schlichtweg vorher nicht möglich, wo ja noch viel mehr Häftlinge im Lager waren, fast 50.000 und nicht nur 21.000 wie am 11. April. Die Unterstützung muss von außen kommen. Das sind halt nicht die Rotarmisten, sondern es ist die Armee von General Patton und das ist eigentlich die falsche Truppe, um sie zu loben. Okay. Ja? Da wird es dann schwierig, dann über dieses Zusammenspiel zu reden. Aber da denkt man auch, die sind am meisten gefährdet gewesen. Wenn man jetzt guckt, welche Häftlingsgruppe hat die meisten Opfer gehabt, dann sind es nicht die Kommunisten. Es sind andere. Und das hat genau etwas mit dieser Machtstruktur zu tun, die die SS aber auch gebraucht hat, um so ein Riesenlager überhaupt zu beherrschen. 1995 wurde daraus die Kommunisten, die Kapos sind ja noch schlimmer als die SS. Die haben ja noch Leute ans Messer geliefert, anstatt sie zu retten. Das heißt, es wurde eigentlich zu jeder Zeit in irgendeiner Form missbraucht und politisiert, also dieses Narrativ. Also ja. Es wurde immer umgestrickt und gedehnt, sodass es nicht ganz falsch klang, also immer für sich so mit Worten eingefärbt, sodass es dass eine deutliche Bewertung. Und es kommt eine Bewertung rein und es soll auch eingängig sein und es soll lehrreich sein und es soll Orientierung liefern. Genau. Und ich erinnere mich einfach sehr gut sein. An Gespräche mit zwei Besuchern, die mir sagten, sie sind als Jugendliche dann natürlich in die Gedenkstätte gekommen, aber sie haben den ersten Kontakt mit der Geschichte in der Schule gehabt, in der Volksschule. Da sollten sie nämlich einen Aufsatz schreiben, wie das mit der Befreiung von Buchenwald war. Und was machen Kinder? Die fragen zu Hause. Wie war denn das? Und dann erzählen ihnen die Eltern und Großeltern unten am Hang vom Buchenwald, ne, am Ettersberg, in den Dörfern, ja, dann sind die amerikanischen Panzer gekommen und die sind den Berg raufgefahren und dann wurde das Lager befreit. Das haben sie in der Schule erzählt. Und dann gab es gewaltigen Ärger. Der eine Lehrer hat dann sofort den Direktor geholt, es gab eine Standpauke. Wer hat euch so etwas Falsches erzählt? Ja, sollen sie jetzt die Eltern und den Großvater denunzieren? Und dann wurde die richtige Version erklärt mit der Selbstbefreiung, dass die Amerikaner ja erst zwei Tage später kamen und das Lager dann längst in der Hand der Kommunisten war. Die Frau, die das als kleines Kind erlebt hat, sagte mir dann, sie mussten sich damals entscheiden, glauben wir unseren Eltern oder glauben wir den Lehrern? Und die Lehrer haben verloren. Und nicht nur bei dieser Geschichte. Und das ist die Gefahr, wenn man versucht, es zu einfach zu stricken. Und das ist der riesige Vorteil, den wir jetzt haben. Man kann die Geschichten ausführlicher, detaillierter und genauer erzählen, ohne dann gleich in das andere vereinfachende System zu plumpsen. Ja. Und ich glaube, dass da sehr viel Lehrreiches drinsteckt. Und im Grunde genommen ist die Dreifachbelegung der Geschichte an dem Berg dort oben mit KZ, Speziallager und dann daneben zum Glück mit dem Mahnmal pädagogisch gesehen ein Glücksfall. Mhm. Weil man genau bei der Frage, ja, wer war denn da jetzt verantwortlich und die sind doch dann, diese Nazis sind doch dann alle ins sowjetische Internierungslager gekommen, da muss man dann sagen, das ist auch zu einfach. Und als Beispiel, in dem Wald, wo dann diese Metallsäulen die Gräber markieren,
hing eines Tages an einem Baum eine Schleife, wo eine Frau draufgeschrieben hatte, meinem geliebten Großvater von Lilienstern zum 50. Todestag, 1996, 46, 96, seine Enkelin Astrid Rühle. Und dann hat sie ein Herz drunter gemalt und dann könnte man denken, jetzt ist der Text zu Ende. Aber sie hat dann weitergeschrieben, er war Generalmajor der Wehrmacht und wurde Opfer seiner soldatischen Tugenden, die auch vor Hitlers Befehlen nicht Halt gemacht haben. Ich wünschte, er hätte sich verweigert, er möge in Frieden ruhen. Das hat in der Familie, soweit ich das von ihr gehört habe, tiefe Brüche ergeben, obwohl sie soziologisch betrachtet etwas ganz Harmloses getan hat. Sie hat eine Person in ihren unterschiedlichen Rollen beschrieben. Aus ihrer Perspektive der geliebte Großvater, aus seiner professionellen Perspektive Generalmajor, der, wie es dann heißt, Soldaten ausgehoben hat und an die Front geschickt. Also er war nicht an irgendwelchen Erschießungen beteiligt, er hat nur in Anführungszeichen weitere Soldaten ausgehoben. Und im Grunde genommen ist das, erzähle ich das deshalb, weil es beschreibt, wie viele unterschiedliche Rollen wir permanent zusammenbringen müssen. Also ihr habt von euren Erfahrungen aus der DDR-Zeit und als Jugendliche mit Buchenwald berichtet, wie es dann weitergegangen ist und was ihr jetzt mit einer Galerie macht. Das sind ja schon sehr verschiedene Rollen. Aber es spielt zusammen. Und dann ist die Frage, welche Verantwortung hat man für welche Rolle und wie bringt man das auf einen Nenner? Und da bleiben Widersprüche offen. Und ich glaube, es ist wichtig, die zu benennen. Nicht, um völlig ratlos zu werden, sondern um auch Prioritäten zu setzen. Und insofern auf deine Frage, ist das vergleichbar oder ja, auch das ist spannend. Das Wort vergleichen hat nämlich zwei völlig verschiedene Bedeutungen. Vergleichen heißt zum einen gleich machen. Also das kann man nicht vergleichen, soll eigentlich heißen, du kannst nicht die Bundesrepublik mit der Nazizeit einebnen und so tun, als ob es dasselbe sei. Die zweite Bedeutung ist sehr viel jünger und heißt vergleichen in dem Sinne Gemeinsamkeiten und Differenzen feststellen. Und ohne das würden wir komplett scheitern. Wenn wir nicht wissen, wie man was vergleicht in dem Sinn, dass es für einen gut oder weniger gut ist, kämen wir nicht durchs Leben. Und es gibt eine schöne Anekdote, wo jemand gefragt wird, was ist der Unterschied zwischen einem Flügel und einer Bratsche. No, der Flügel brennt länger. Das klingt schrecklich. Wenn man nichts zum Heizen hat, ist das die entscheidende Frage. Wenn man als Möbelpacker eins der Instrumente in den fünften Stock tragen soll, wüsste ich, was ich nehme. Ein Musiker, der zufälligerweise Schlagzeuger ist, wird mit beiden Instrumenten nicht viel anfangen können. Also ist es immer wieder die Frage der Intention. Warum stelle ich einen Vergleich? Und ich habe dich so verstanden, der Vergleich zwischen Syrien und der hiesigen Erfahrung und früheren Gesellschaften ist deshalb wichtig, um etwas herauszufinden, was auch für uns heute relevant ist. Also wie wird jetzt Denunzieren wahrgenommen bei Assange oder bei Leuten, die die Maske nicht getragen haben oder so? Und da lohnt es sich tatsächlich zu fragen, welche Intention steckt dahinter, dass bestimmte Dinge über andere erzählt werden. Naja, vor allem, Ulrike brachte das vorhin schon mal kurz mit an, das ist, also die, das ist ja, was Geschichtsunterricht vielleicht noch zu wenig zu vermitteln mag, also sich selbst in die Rolle eines Denunzianten oder eines Denunzierten zu begeben, weil diese Einzelschicksale, die Einzelgeschichten eben doch zu wenig erzählt werden, sondern sehr schnell verallgemeinert wird. Das war eben so und so. Und das, was daraus folgerte, war eben die Eingemeindung der DDR in die Bundesrepublik oder keine Ahnung, wie viele Einzelschicksale, wie viele Einzelmomente daran hängen. Das wird ja oft weniger besprochen. Und doch ist es das, was uns Individuen dazu veranlasst, uns in geschichtliche Prozesse hineinzubegeben, weil wir dadurch die Möglichkeit haben, selber zu entscheiden, wie hättest du gehandelt an dieser oder jener Stelle. Ich will das mal ganz kurz, vielleicht gehört es nicht hierher, ich weiß, ist mir auch egal. Nur zu.
Ja, weil ich an, jetzt nicht unbedingt ähnlichen Beispielen, aber wenn es um Geschichten und Buchenwald und Denunziation geht, interessiert wäre, also Geschichten einfach, die mich, sagen wir mal, aus dem zivilen Leben Deutschlands, aus der damaligen Zeit, aus der Nazi-Zeit, ergriffen haben. Was uns vielleicht auch so ein bisschen klar ist, also es wurde denunziert, zum Beispiel hat der Sohn, also der Vater denunziert seinen Sohn angeblich wegen Drückebergerei, das heißt wegen des Versuchs, sich der Wehrmacht zu entziehen. Also der Vater geht zur Gestapo oder geht zur Polizei und sagt, also meinen Sohn können Sie ruhig mal ziehen, der hat sich noch nicht freiwillig zur Wehrmacht gemeldet oder wurde noch nicht eingezogen. Dabei wollte der Vater den Sohn gerne aus dem Haus haben, um sich ein besseres Dasein zu verschaffen, also der eigene Vorteil, von dem vorhin schon die Rede war. Geschwister zeigten sich wegen Rechthaberei gegenseitig an. Die Schwester hat ihren älteren Bruder angezeigt, der feindliche Radiosender abgehört hat. Das kenne ich noch aus meiner Armeezeit. Ich wurde darüber belehrt, dass das Abhören von Westsendern verboten ist. Stand bei uns im Zimmer. Das musste jeder unterschreiben. Und auf die Frage hin, warum denunzierst du den denn jetzt? Na, ich wollte dem nur beweisen, dass ich recht habe, dass der das nicht abhören darf und schon gar nicht den Sender Radio Moskau und so weiter. Denunziationen gab es natürlich auch, weil die Arbeitnehmer sich für ihre Entlassung, die kurze Zeit zurück sich ereignet hatte, sich rächen wollten. Oder es wurde auf jüngere oder ältere Männer verwiesen, die eigentlich zur Wehrmacht noch eingezogen werden könnten. Die sind also noch brauchbar und an die Front geschickt werden könnten oder sollten. Und das wurde bis jetzt nicht getan, das wurde vom Staat versäumt. Eine Begebenheit, also weil es mir auch immer um diese Geschichten geht. Also wie gesagt, nicht aus dem KZ-Leben, da habe ich keine gefunden, hätte mich auch sehr interessiert. Es gibt wahrscheinlich keine Sozialgeschichte der Denunziation im KZ Buchenwald, bisher wurde nicht geschrieben. Noch bevor es einschlägige Gesetze gab, begannen Parteigenossen wie auch Nicht-Parteigenossen, den Behörden unaufgefordert Mitteilungen über Juden zu machen, die sie eines Verhältnisses mit Nicht-Juden verdächtigten. So beschwerten sich am 20. August 1933 Nachbarn der Caroline Mengerst in Würzburg, Würzburg hatten wir vorhin schon, beim NSDAP-Ortsgruppenleiter Hermann Voll über die Frau. Angeblich unterhielt die 35-jährige Witwe und Mutter zweier Kinder eine intime Beziehung zu dem jüdischen Weinhändler Ludwig Müller. Die Nachbarn behaupteten, sich über dieses Verhältnis zu ärgern, seit sie Müller seit Anfang 1933 in Frau Mengersts Wohnung ein- und ausgehen sahen. Keiner der Nachbarn, die Polizei informierten, war NSDAP-Mitglied. Ortsgruppenleiter Voll erzählte der Polizei, da Müller und die Mengerst sich mit ihrer außerehelichen Beziehung brüsteten, habe er sich wiederholt die Klagen der Nachbarn über sie anhören müssen. Sonntag, den 20. August 1933, also das war eigentlich ganz kurz nach der Machtergreifung, nachmittags erteilte Voll, also dieser Ortsgruppenleiter, der SS den Befehl, Müller festzunehmen. Die SS-Männer führten ihn durch die Straßen, nachdem sie ihm ein großes Pappschild umgehängt hatten, auf dem mit großen roten Buchstaben stand: Ich habe mit einer deutschen Frau in Konkubinat gelebt. Diese Festnahme und die mit ihr verbundene Haussuchung waren völlig illegal, da damals kein Gesetz sexuelle Beziehungen zwischen Juden und Nichtjuden verbot und außerdem die SS keine polizeilichen Befugnisse besaß. Wie sich herausstellte, hatte das Liebesverhältnis schon seit Jahren bestanden. Ungeachtet der Tatsache, dass Müller gegen kein Gesetz verstoßen hatte, wurde er bis zum 2. September 1933 in Schutzhaft genommen und musste nach seiner Freilassung das Land verlassen. Heute können wir uns ausmalen, welches Aufsehen es erregt haben mag, als Müller an einem stillen Nachmittag, wo viele brave Bürger im besten Sonntagsstaat ihren Spaziergang machten, durch die Straßen geführt wurde. Soweit wir wissen, sahen die beiden Liebenden einander nie wieder. Sie hatten nur darauf gewartet, dass sich Müllers Zukunftsaussichten besserten, um heiraten zu können. Kurz noch Beispiel 2. Denunziationen waren nicht selten ein Instrument, um Streitigkeiten unter Nachbarn auszutragen. Also der persönliche Vorteil, das hatten wir vorhin schon. Dabei konnten auch vermeintlich harmlose Streitigkeiten zunehmend verhängnisvoll ausgehen. Die 38-jährige Gertrud Schulz aus Satrup in Schleswig-Holstein denunzierte am 16. November 1943 ihren Vermieter. Sie wohnte seit 1938 bei ihm zur Miete, doch kam es zu Auseinandersetzungen über die Hühner. Die Hühner, die sie und ihr Mann gegen den Willen des Vermieters hielten. Die haben sich also wegen der Hühner gestritten, unglaublich. Obwohl Schulz eigentlich nur den Krach mit dem Vermieter beenden wollte, schmückte sie die negativen Bemerkungen aus, die er, der Vermieter, über Hitler gemacht hatte.
Im Februar 1944 wurde der Mann der Gestapo übergeben. Danach wurde er nach Berlin gebracht und angeklagt, vom Volksgerichtshof für schuldig befunden, zum Tode verurteilt und am 17. Juli 1944 hingerichtet. Also jetzt sind zwei Beispiele, einer aus der anfänglichen Zeit des Naziregimes, eines fast schon aus der Endzeit, also 1943. Und ja, es sind also diese Geschichten eigentlich, die mir zumindest nahe gehen und die mir dann zeigen, aha, wie haben die Leute getickt, was ist für mich, also gibt es vergleichbare Fälle aus der Gegenwart und so weiter und so fort. Und deswegen meine Frage, also über das Lagerleben selber, gut, wir wissen wahrscheinlich viel, aber ich habe zumindest wenig über Denunziation im Lagerleben Buchenwald zum Beispiel gefunden. Also zuerst mal zu der Gesellschaft außerhalb gibt es ein... Und die Verbindung auch, die Doppelstadt Weimar Buchenwald, das ist ja auch interessant, also, wie beeinflusst sich das gegenseitig? Also diese Frage, wie war es eigentlich möglich, diese Gräben so schnell, so tief zu ziehen in dieser Gesellschaft? Da habe ich eigentlich zum ersten Mal eine Antwort gefunden in einem Band mit lauter Cartoons über Alltagssituationen, wo zum Beispiel dann in der Klasse der Junge sagt, mein Vater hat aber gesagt, ich soll nicht mehr inzwischen neben Julius Grünbaum sitzen. Jetzt muss der Lehrer reagieren, weil dieser Julius Grünbaum offenbar jüdischer Herkunft ist, so wird es jetzt jedenfalls festgestellt, und jetzt muss der Lehrer reagieren. Oder Kinder kommen in einen Laden und der Besitzer fragt, na, wie sagt man denn, wenn man in ein deutsches Geschäft kommt? Doch nicht Hallo, sondern bitteschön, Heil Hitler. Und Kurt Heilbritter, der diese Zeichnung gemacht hat, hat das Buch genannt Mein Kampf. Gezeichnete Erinnerungen an eine große Zeit. Und es sind lauter solche Alltagssituationen, bis 45, wo dann auf einem Treck eine Frau ihr Kind bekommt und zu dem Arzt sagt, und er soll Adolf heißen, der kleine Junge. Ne? Und das ist alles konfrontiert mit Zitaten aus Mein Kampf, um deutlich zu machen, wie diese Ideologie in den Alltag übertragen worden ist. Wir haben in einer Schulklasse hier in Weimar dann über diese Cartoons gesprochen und dann habe ich die Frage gestellt, Antje Tillmann als Bundestagsabgeordnete war mit dabei und hat da mitgemacht. Welche dieser Situationen könnte es heute auch geben? Spannende Frage. Das war also auch ein Bild von Ärzten, die sich Thema Euthanasie dann überlegen, was sie da machen. Und dann sagt der eine zum anderen, ja, also ich interessiere mich für die technische Seite, die ethischen Fragen überlasse ich Berufeneren. Damit redet er sich raus. Und dann haben wir auch Antje Tillmann gefragt, welche von diesen Sätzen könnten heute auch noch fallen? Und sie sagte, alle. Auch aus ihrer eigenen Erfahrung. Also, und insofern ist das jetzt die Antwort auf deine Frage, wie weit gibt es da Verbindungen? Wenn man jetzt genau in den Alltag guckt, gibt es heute allerdings die Möglichkeit, auch anders zu bremsen. Ja? Und die Auseinandersetzung erleben wir ja gerade, ne, mit Internet und so weiter. Und jetzt die Frage, gab es Denunziationen in Buchenwald, im Konzentrationslager? Sicherlich. Und sicher sehr viel mehr, als überliefert worden ist. Und dafür gibt es, habe ich selber mitbekommen, ein Beispiel. Es gab ja eine extra abgetrennte Zone mit mehreren Baracken für sowjetische Kriegsgefangene nach 1941. Wo dann aber auch Soldaten hingekommen sind, auch Zwangsarbeiter, die irgendwelche Verbrechen begangen hatten und deshalb dort eingeliefert worden sind. Und bei einer der Gedenkveranstaltungen zum 11. April kam ein ukrainischer Überlebender zu mir und sagte, ich habe hier ein Manuskript über das, was in den Baracken damals passiert ist. Versprich mir, dass ihr es übersetzt und druckt. Naja, ich hatte keinen Etat und konnte ihm das auch nicht versprechen. Ich sage, vielleicht können Sie es mir da lassen, dann können wir es angucken und sagen Ihnen, nein, dann nimmt das wieder mit. Es ging hin und her und ich habe wirklich versucht, noch jemanden zu finden, der sagt, okay, wir kriegen das hin mit der Bezahlung und wir können ihm das zusagen. Ich habe keinen gefunden, weil es natürlich jede Menge Überlebende gab, die sagten, ich möchte meine Erinnerung gedruckt bekommen. Also
wurde das abgelehnt. Er hat das Manuskript wieder mitgenommen. Und dann haben wir uns gewundert, warum er den Zug verpasst hat, mit dem er eigentlich mit den anderen gemeinsam wieder zurückfahren sollte, und kriegten später mit, dazu hat mein Russisch nicht gereicht, um das alles zu verstehen, aber jemand anders hat dann mitgedolmetscht, und diese Frau sagte mir dann, naja, er hat den Zug nicht zufällig verpasst. Er ist absichtlich nicht mitgefahren, weil ihm die anderen signalisiert haben, wenn du da weiter auspackst mit deinem Bericht, was dort alles in den Baracken untereinander passiert ist, wirst du große Probleme kriegen zu Hause. Also es gibt Gründe, warum diese Dinge nicht aufgeschrieben sind, weil sie natürlich an den erhofften Heldengeschichten kratzen. Und da muss man sagen, es ist eigentlich auch absurd, unter solchen Lagerbedingungen nur Heldengeschichten hören zu wollen. Ja, also das Lager war nicht dazu gebaut, um Helden zu bilden. Und wenn mir zum Beispiel, was selten vorkam, zum Glück jemand sagt, naja, wie können denn die Juden, die so Schlimmes im KZ erlebt haben, jetzt die Palästinenser so schlecht behandeln? Und ich sage, also wenn Konzentrationslager sowas sind wie eine gute Besserungsanstalt, wo man dann als besserer Mensch herauskommt, als es vorher der Fall war, dann müssten wir jetzt ganz viele Lager bauen, weil noch so viele Leute nicht so heldenhaft reden und handeln. Dann wurde erst deutlich, dass das eine absurde Vorstellung ist. Und wenn man nachguckt, wer von den Überlebenden war denn in der Lage, so heldenhaft in Anführungszeichen sich auf Menschenrechte zu beziehen, zu sagen, wir müssen aufarbeiten, wir müssen beschreiben, damit die Menschen lernen und nicht wieder solche Verbrechen passieren. Die Gruppe, die das in wissenschaftlicher Tätigkeit, in künstlerischer Arbeit oder wie sonst versucht haben umzusetzen, ist die absolute Minderheit von denjenigen, die die Lager überlebt haben. Die allermeisten haben sich dazu überhaupt nicht in der Lage gesehen und haben selbst gegenüber ihren Verwandten geschwiegen, wenn sie eine neue Familie gegründet haben oder so. Die Kinder und Enkel haben das oft gar nicht oder erst Jahrzehnte später erfahren. Das heißt, die Erwartung, dass man jetzt auch diese schwierigen Geschichten erfährt, ist wahrscheinlich überzogen, sowohl was die Kapazität der Betroffenen betrifft, als auch die Bereitschaft der Zuhörer. Noch ein zweites Beispiel, spielte nicht in Buchenwald, aber ich habe es in einem Film, wo ein Überlebender berichtet hat, was alles für fürchterliche Situationen er überlebt hat. Ja, also wie vor seinen Augen seine Verwandten erschossen wurden und so weiter und so weiter. Das erzählt er alles in diesem Dokumentarfilm, scheinbar ohne Rührung. Er hat das anscheinend schon häufiger getan und hat eine Routine entwickelt. Und dann gibt es eine Situation, die eigentlich gar nicht so dramatisch ist, denkt man, wo er aber die Fassung verliert. Er schildert, wie er nachts mitbekommt, dass der Häftling neben ihm gestorben ist. Und er weiß, dass der sich immer für den nächsten Morgen noch ein Stück Brot unter dem Kopf aufbewahrt hat. Das nimmt er sich und isst es. Ja, der kann es ja nicht mehr essen. Er fühlt sich schuldig. Und er fühlt sich schuldig, weil er die Frage dann hat, aber gab es nicht jemand anderes in der Baracke, der das Stück Brot dringender gebraucht hätte als ich? Und die Frage kann ihm niemand beantworten. Das heißt, einerseits leite ich daraus ab, dass man da genau weitermachen müsste, aber andererseits auch nicht. Also wie darf ich das verstehen, dass also in der Forschung, weil was gibt, also dass man genau diese Dinge eigentlich jetzt noch weiter genauer beleuchten müsste. Also wie sich das äußere Gesellschaft in diesen Gefängnissen dort wiedergespiegelt haben. Also in den, ja, da muss man wieder fragen, was will man eigentlich wozu herausbekommen? Mhm. Und eine Sache kann man sehr klar benennen. Die Reaktionsmöglichkeiten auf sehr extreme Erfahrungen, ich sage jetzt mal extreme Erfahrungen und meine damit eben auch nicht nur Lager, sondern auch Gefängnisse und andere Situationen, die sind begrenzt. Es gibt nicht unendlich viele. Und die meisten versuchen zu vergessen und zuzudeckeln, weil sie keine Worte dafür haben und am besten versuchen, nach vorne zu gucken. Die zweite Gruppe, hatte ich kurz angesprochen, versucht das mit psychologischen, wissenschaftlichen, künstlerischen Mitteln für sich zu verarbeiten und anderen mitzuteilen. Eine dritte Gruppe,
die als Erwachsene zum Beispiel, als Kommunisten, als Zeugen Jehovas oder als andere mit einem sehr gefestigten, klaren Weltbild in so eine Situation hineinkommen, haben sich dann daran weiter orientiert und sagen können, im historischen Prozess hin zum Kommunismus ist der Faschismus die schlimmste Form, die man dann noch im Imperialismus erleben kann. Dummerweise erleben wir gerade diese Zeit, aber es gibt eine Perspektive, die jenseits der Lager eine neue, bessere Welt, eine neue, bessere Gesellschaft ermöglicht. Das ist sozusagen die Grundgeschichte dann auch der DDR. Und es gibt eine Gruppe, die erlebt hat, dass sie immer wieder in der richtigen Reihe gestanden hat. Also vor allem Jugendliche, die noch nicht so ein festes Weltbild hatten, einen Glauben oder eine Ideologie, aber die Erfahrung gemacht haben, sie sind immer wieder durchgekommen. Also Naftali Fürst ist jemand, der mit 12, 13 mit seinem Bruder in Buchenwald überlebt, seine Eltern in anderen Lagern, die Familie trifft sich nach dem Krieg wieder. Eine unglaubliche Geschichte, ja. Und er sagt, ich weiß gar nicht mehr, wie wir das damals ausgehalten haben, aber er freut sich jeden Tag darüber, dass er in einem weichen Bett einschlafen kann und genießt sein Leben. Und wovor soll er jetzt noch Angst haben? Ja, also Resilienz ist dann das Stichwort. Ja. Und dann gibt es natürlich auch die Gruppe, die nie wieder Vertrauen in andere Menschen entwickeln konnte, psychisch völlig zerschlagen, dann in Psychiatrien gelandet ist oder Selbstmord begangen hat. Auch dafür gibt es eine Reihe von Beispielen. Über die wird mit am wenigsten geredet. Dann gibt es vielleicht noch ein paar Kombinationen. Und in all diesen Mustern ist eigentlich die Frage von Überleben auf Kosten von anderen kein erstrebenswertes Modell. Aber das war eines der wichtigsten im Lager. Die Lager waren nicht darauf angelegt, dass alle überleben, ganz im Gegenteil. Darf man das unerzählt lassen? Nein. Also ich denke, das habe ich ja auch schon vorher versucht deutlich zu machen, die unterschiedlichen Versionen, die man zu einer Situation, und sei es nur der Appellplatz mit dem Paul Schneider, berichten kann, sind in dem Sinne lehrreich, weil sie zeigen, dass man sich immer wieder auch selber fragen muss, woran orientiere ich mich denn und warum? Ich erzähle ein anderes Beispiel von einer Frau, die aus den USA sich per Mail angemeldet hatte, sie möchte gerne endlich dann doch den Ort sehen, wo ihr Vater erschossen worden ist, im KZ. Der Name war so selten, dass wir tatsächlich seine Unterlagen gefunden haben. Und sie kam und in den Unterlagen stand, er wurde nicht erschossen, er hat Selbstmord begangen. Sabine und Harry Stein, die Archivarin und der Historiker, habe ich dann gefragt, was soll man davon halten, von diesem Dokument? Und Harry sagte, naja, also somit hat die SS immer gedeckt, wen sie umgebracht hat. Natürlich waren das Selbstmorde, ne? Und Sabine sagte, naja, also es könnte aber auch sein, es gab ja auch Selbstmorde. Und dann habe ich immer wieder auch gefragt, was sollte ich dieser Frau nun sagen, die vor mir steht? Soll ich ihr das Dokument geben und sagen, naja, also wir wissen sicher, dass zu der Zeit niemand in Buchenwald erschossen worden ist? Es gibt jetzt die Möglichkeit, dass dieses Dokument die Wahrheit sagt und ihr Vater sich selbst umgebracht hat. Oder es kann sein, dass die SS ihn auf andere Weise ermordet hat, aber den Tod auf die Weise verschleiert. Das, was sie sich wünscht, mehr Klarheit, kann ich ihr gerade überhaupt nicht liefern. Soll ich ihr das nun berichten oder nicht? Soll ich ihr das Dokument geben oder nicht? Ich habe das immer wieder auch mit anderen Besuchergruppen besprochen und die sagten dann zum Teil, natürlich hat diese Frau einen Anspruch darauf zu erfahren, was passiert ist. Und das, natürlich hätten sie ihr das Dokument geben müssen. Und andere sagten, nein, also dann hätten sie ihr nochmal den Glauben an den Vater völlig geraubt. Wenn er sich selber umgebracht hat, was ist da passiert? Kein Mensch kann ihr diese Frage beantworten. Und das ging noch weiter. Sie sagte dann nämlich, sie haben damals gegen Rechnung die Möglichkeit bekommen, die Urne mit der Asche ihres Vaters zu erhalten und beizusetzen. Und sie sagte dann, immerhin, wir haben einen Ort, wo ich an meinen Vater denken kann. Es gibt dieses Grab. Wir wissen, dass die Asche in den Öfen überhaupt nicht getrennt werden konnte. Es wurde ein Leichnam nach dem nächsten hineingeschoben. Dann war die nächste Frage, soll ich ihr sagen, naja, also das ist zwar schön, dass sie die Urne bezahlt haben, aber von wem die Asche da drin war, das ist sehr wahrscheinlich nicht ihr Vater gewesen.
Ich habe es ja nicht gesagt. Und insofern, auch das berührt ja Fragen jetzt. Ne? Genau. Wen kann ich mit wie viel konfrontieren? Mhm. Ne, das, also mein Verdacht ist, dass das bis in die Politik hineinragt, die jetzt bei dieser Corona-Situation definitiv ja auch nicht sicher wissen, wie die Geschichte ausgeht. Aber Sicherheit von ihnen erwartet wird und sie sollen klar entscheiden. Eigentlich können sie es nicht. Und in diesem Dilemma von Journalisten permanent gejagt, nun sagen sie doch mal, wann ist jetzt Schluss mit diesen ganzen Maßnahmen? Aber sie haben doch vor 3 Monaten das und das schon gesagt und so. Jetzt wollen wir doch mal den Schuldigen finden für dieses Versagen der Politiker. Sie werden da auch von Angst gejagt, etwas öffentlich sagen zu müssen, möglicherweise, was die Leute aber gar nicht gut vertragen. Sollen sie es nun sagen oder nicht? Also ich weiß es von Herrn Maas, das hat jetzt mit Corona nichts zu tun, der als Innenminister die Mitteilung kriegt, es gibt Hinweise, dass es beim Fußballspiel in Hannover ein Anschlag verübt werden soll. Und dann hat er mitgeteilt, das Spiel wird abgesagt und die Leute sollen nicht kommen. Und er hat gesagt, ich kann aber nicht mitteilen, warum. Ja, also das zu entscheiden, ist verdammt schwer. Und das hat er eben Jahre später dann bei einer Veranstaltung sagen können, aber in der Situation selber natürlich überhaupt nicht. Und ich glaube, auch das ist eine Situation, die wir uns jetzt immer wieder klar machen müssten. Wieder die Soziologen, wer redet in welcher Rolle, mit welcher Verantwortung und welchen Spielraum hat er, was billigen wir ihm zu, was nicht. Und insofern sind auch die nicht erzählten Geschichten von Buchenwald total wichtig. Eine Unschärfe zulassen und das Urteilen hinten anstellen. Ja, ich meine, die Bilder hier hinter euch, die sind da auch nicht fotografisch präzise. Aber sie beschreiben doch abgemalt von Fotos, ne? Ja. Abgemalt von Fotos, ja. Dass es sich hier um Menschen handelt, die ermordet worden sind. Mhm. Und der Künstler war offenbar der Ansicht, wenn man das ganz genau zeigt, bis zur letzten Falte, wird man vielleicht der Wahrheit gar nicht näher kommen. Also wählt er ein anderes Mittel. Mhm. Und auch das ist nochmal ein wichtiger Punkt. Ich war selber 2 Monate blind. Und wenn dann Leute sagen, ja, hier sieht man ja gar nichts in Buchenwald, weil so viel abgerissen worden ist. Ich dachte, ja, man sieht schon noch eine ganze Menge im Vergleich zu dem, was ich in der Blindheit mitgekriegt habe. Mhm. Und das Visuelle ist nur die Oberfläche. Es gibt nichts von dem wieder, was darunter los ist. Und das betrifft nicht nur Gegenstände, es betrifft auch Menschen. Ich habe in der Blindheit Menschen kennengelernt, die mir sehr wichtig geworden sind, wo ich einen wunderbaren Charakter erlebt habe. Und dann habe ich sie zum ersten Mal gesehen und war total enttäuscht, dass ich diesen wunderbaren Menschen in dieser langweiligen Fassade unterbringen muss. Das hat mir eine andere Frau bestätigt, die dieselbe Erfahrung hat. Und sie sagt, sie hat sich geschämt. Sie hat es nie getraut, das zu sagen, weil sie sich so undankbar fühlte. Aber im Grunde genommen ist es ja eine sehr leicht erklärbare Erfahrung. Das Wesen eines Menschen kann sich in seinem Gesicht widerspiegeln, muss aber nicht. Und das, was einen Menschen ausmacht, ist weit mehr als das, was man sieht. Das ist ja fast schon ein Schlusswort. Nee, das hoffe ich nicht. Nein. Wir sind schon 8:50. Ich würde gerne noch mal auf deine Jugendprojekte, also wie du da genauer arbeitest, aber vorher noch, mir ist wieder eingefallen, ich besitze diese 2 Bände von Friedrich Kellner. Vernebelt, verdunkelt sind alle Hirne, diese Tagebücher von 39 bis 45, ein Justizinspektor aus Laubach, ein kleines Licht, ein Sozialdemokrat, der akribisch ausgeschnitten hat aus Gazetten, aus Propaganda, alles Mögliche zusammen und hat versucht, dahinter zu kommen, was eigentlich los ist im Land. Und das ist also quasi auch eine Art von Denunziation oder Anzeige oder Sichtbarmachung, zwar erstmal nur für das eigene Tagebuch, um es dann einer Nachwelt zur Verfügung zu stellen, um es zu dokumentieren, aber ich finde eine sehr interessante Herangehensweise, also fast ein kollagiertes Diarium, kann man sagen, indem er durch, also zum Beispiel, es ist
schon im Vorwort wird ein Zeitungsartikel, den er ausgeschnitten hat, das einfach nur lakonisch steht, 65.000 Juden sollen abgeschoben werden, und dann schreibt er einfach nur dahin, oder schreibt er nur daneben, wohin. Ja. Und einfach nur mit diesen kurzen Fragen, diese Bewusstwerdung, die möglich war, die ich aber für sehr, sehr komplex halte, weil in dieser tatsächlichen Vernebelung durch Propaganda und auch nicht wissen wollen, eine sehr interessante Herangehensweise. Gibt es da noch mehr solche Beispiele? Kennst du? Also gibt es bestimmt. Ich kann jetzt nicht einfach so spontan zack viel nennen, aber im Grunde genommen gibt es, ja, Charlotte Salomon, die ja gemalt hat, wie sie ihr eigenes Leben mitgekriegt hat als Verfolgte. Und es gibt eine Menge mehr Tagebücher, die einem dann Aufschluss geben. Ich finde die deshalb wichtig, weil sie einem deutlich machen, dass nicht zu jeder Zeit noch alles entschieden werden kann. Mhm. Also die Frage, die ganz oft von Besuchern kam, war, ja, wie konnten denn das die Weimarer zulassen, dass hier ein Lager neben ihrer Stadt eingerichtet worden ist? Mhm. Das Lager wurde 1939 eingerichtet. Ne, 37, Entschuldigung. 1939, genau. Fühlt sich das dann immer mehr durch den Krieg. Mhm. Aber 37 im Juli wird es eingerichtet. Und wenn man jetzt überlegt, zu der Zeit war die Olympiade in Berlin durch. Diese Diktatur ist fest im Sattel. Mhm. Es gibt schon Überlegungen, ob man nicht die Lager auflösen soll, weil man eigentlich den politischen Widerstand längst erledigt hat. Mhm. Aber dann heißt es, die können ja auch für uns arbeiten, ne? Deshalb die Einrichtung neben dem Steinbruch. Mhm. In der Situation zu erwarten, dass noch jemand, ja, was soll er denn machen? Einen Brief schreiben, protestieren, ein Plakat an sein Haus hängen oder jemanden festhalten, der von der Polizei abgeführt wird? Also was erwartet man da eigentlich? Ja, ja, genau. Ich frage jetzt, sage nicht, da ist nichts zu tun, weil es gibt ja auch Berichte, dass in Berlin beispielsweise Nachbarn, als sie die Schritte der Gestapo im Treppenhaus hörten, ihren Nachbarn zack in ihre Wohnung geholt haben, damit der nicht abgeholt wird, ohne zu überlegen, wie er auf Dauer geschützt werden kann. Ja, also diese Geschichten gibt es ja auch. Und ich finde das sehr wichtig, dass man sich das immer wieder klar macht, welche Handlungsspielräume gibt es eigentlich. Mhm. Und wenn das durch die Besuche und durch die Geschichten deutlich wird, dass die oft größer waren, als man erstmal denkt, aber nicht beliebig groß. Richtig. Mhm. Dann wird man vielleicht ein bisschen realistisch einschätzen können, dass ein Axel Eggebrecht, ein Journalist, hat das mal sehr deutlich gesagt: Der Widerstand gegen die Nationalsozialisten nach 1933 war ehrenwert, aber zu spät. Also er hat sehr darunter gelitten, dass sich Kommunisten und Sozialdemokraten und andere vorher gegenseitig zerstritten haben, anstatt gemeinsam Front gegen die Nazis zu tun. Und deswegen hat er das so gesagt. Ja, und woran erkenne ich, wann der richtige Zeitpunkt ist? Das ist, glaube ich, auch ein ganz entscheidender Punkt, dass man nicht sagt, wir beginnen mit 37 oder wir beginnen mit 30 oder in Thüringen mit 1930, mit den ersten Nazis in der Landesregierung, sondern bestimmte Wurzeln gehen eben noch viel weiter zurück. Und sich darüber Gedanken zu machen, was es auch für unsere Gesellschaft jetzt heißt, das halte ich für sehr wichtig. Dennoch vielleicht nochmal die Frage, also wir wissen ja, dass sicherlich nicht alle Bürger innerhalb des Dritten Reichs mit allem einverstanden waren. Dass aber das Regime keine Mühe hatte, die Bevölkerung zur Denunziation von Verstößen gegen das System zu animieren, nicht nur rassistischen und antisemitischen, sondern auch anderen. Das Liefern von Informationen an Polizei oder Partei gehörte zu den wichtigsten Beiträgen des staatsbürgerlichen Engagements im Dritten Reich. Das war ein wichtiger Beitrag. Immerhin war es eine Sache, neue Gesetze und Verordnungen zu erlassen und die Bestimmungen von oben her zu verkünden, aber es war eine ganz andere Sache, sie in der Gesellschaft als Ganze auch durchzusetzen, diese neuen Gesetze und Verordnungen. Es war offenbar ein charakteristisches Merkmal des Dritten Reiches, durch das es sich zum Beispiel vom faschistischen Italien unterschied, dass das Regime keine Mühe hatte, sich die Kollaboration normaler Bürger zu sichern. Unterschieden sich demzufolge die Deutschen in ihrer Denunziationswut zum Beispiel von den Italienern? Kann ich jetzt so nicht beantworten. Also ich würde noch mal gerne von dieser Ist das eine Mentalitätsfrage oder
wie leicht man das sich zur Denunziation verführen lässt vielleicht auch? Also ich glaube, da muss man sich dann doch ein bisschen besser noch auskennen. Ich habe einmal ein Seminar mitgekriegt, wo es darum ging, Faschismus und Nationalsozialismus im Vergleich am Beispiel der Kunstpolitik. Und da waren drei Professoren, gestandene Professoren, die das Seminar gemeinsam gemacht haben. Der eine kam eben aus Italien und der zweite hatte sich mit Friedensforschung beschäftigt, Krippendorf. Und es gab dann noch einen Kunstsoziologen. Und die haben gesagt, wir Wissenschaft und Religion und Kunst sind drei verschiedene Zugänge zur Wahrheit. Und keiner kommt alleine bis zum endgültigen Punkt. Und deswegen haben sie gemeinsam überlegt, was sind die Unterschiede. Also in Italien war die Moderne mit Futurismus Teil der faschistischen Bewegung, während Expressionismus hier ja auch bekämpft worden ist. Nicht nur, aber auch. Ne? Also es gab auch Leute, die Nolde toll fanden und auf ein Schild heben wollten. Er hat Glück gehabt, dass es dann doch nicht passiert ist. Insofern ist das jetzt wirklich ein ganz kleiner Ausschnitt. Und jetzt so generell zu sagen, die Italiener denunzieren weniger als die Deutschen, also da wäre ich sehr vorsichtig, weil die meisten Sätze, die mit solchen großen Begriffen anfangen, sehr oberflächlich werden oder falsch. Aber wenn man jetzt fragt, wie war es möglich, dass so viele so weit mitgemacht haben, dann lohnt es sich auch mal bis zum Extrem zu gehen. Wieso sind ganz normale Polizisten als Sonderbataillon aus Hamburg zum Beispiel zu Massenerschießungen abkommandiert worden? Und wieso haben sie mitgemacht, obwohl ihnen gesagt wurde, sie müssen nicht? Also auch die Geschichte, dass sie erschossen würden, wenn sie nicht selber erschießen, stimmt nicht. Also man konnte sich vom Dienst suspendieren lassen. Aber man blieb in der Einheit für Wochen und Monate. Und was man selber nicht tat, mussten die anderen tun. Und welche Position habe ich dann, wenn ich mich permanent verweigere? Also der Gruppendruck spielt eine Rolle und es gibt einen sehr wichtigen Film, der heißt Das Radikal Böse, der genau diese ganzen psychologischen Hintergründe, wie aus ganz normalen Familienvätern Massenmörder werden können, durchbuchstabiert. Und der sagt, es gibt die Gruppe, sie gehen nicht um 17 Uhr nach Hause und erleben ein anderes soziales Umfeld, wo sie gefragt werden, was hast du denn heute gemacht? Wie konntest du denn bloß? Es gibt keinen Blitzstrahl vom Himmel. Es gibt Leute, die zugucken. Und es passiert nichts, was einem bestätigen würde, dass das falsch ist, was man macht. Und es gibt die Gewöhnung. Und in dem Film wird eben auch gesagt, dass selbst die Hauptangeklagten im Nürnberger Prozess psychologisch betrachtet nicht krank waren. Und dieses Ergebnis war 1945 so schockierend, dass sie es damals nicht bekannt gemacht haben. Nicht? Und auch das findet man in Buchenwald wieder in dem Mahnmal. Die Hexe von Buchenwald ist sowas von Sex und Gewalt und Macht besessen, dass sie eine ganz entscheidende Rolle spielt. Das hat eine Menge mit Projektion zu tun. Ne? Abschieben auf sie, weil dieses ganz normale Beteiligtsein von so unglaublich vielen Männern, auch durch Verantwortungsteilung und ich mache ja nur dies und ich bin ja nur dafür zuständig, mit dazu beigetragen hat, dass man da eigentlich nicht Monster beschreiben kann. Martin Sommer, der dann angeblich nur gut schlafen konnte, wenn er eine Leiche unter seinem Bett liegen hatte im Torgebäude, ist dann auch so ein Versuch, eine Distanz zu schaffen, die bei näherem Betrachten eigentlich gar nicht existiert. Das ist wirklich erschreckend, weil man hat es ja mit Menschen zu tun und nicht mit Monstern. Und insofern ist es eine Frage von Struktur, wie weit Denunziation gefördert wird oder ausgebremst und eingegrenzt. Ne? Und das erleben wir ja im Moment auch. Ausgebremst, ja. Und ich kann dir nicht beantworten, woran es liegt, dass Leute gerne solche Geschichten, die sie nicht überprüfen, gerne weitererzählen. Als 2015 so viele Geflüchtete auch nach Deutschland kamen, gab es die Falschmeldung, dass auf Anordnung von der Kanzlerin Merkel die Holzbaracken in Buchenwald jetzt mit Geflüchteten belegt werden. Also wenn man hier weiß, wohnt, dann weiß man, es gibt eine einzige Holzbaracke und das war's. Diese Meldung ging international durch die Medien. Also selbst Haaretz, eigentlich eine sehr seriöse israelische Zeitung, hat diese Meldung gebracht. Es gab in den Niederlanden Berichte, in Frankreich, in den USA und so weiter. Keiner der Journalisten
hat zum Telefon gegriffen und nachgefragt. Kein einziger. Das ist wie bei Klaas. Ja, und das, die Frage kann ich leider nicht beantworten, woher diese Trägheit oder diese Begeisterung für skurrile Geschichten kommt, die man dann auch nicht überprüft, obwohl man es ja sehr leicht machen könnte. Und das ist, glaube ich, auch eine Quelle, weswegen Denunziationen gut funktionieren. Das ist auch klar eigentlich. Jede negative Nachricht wird kolportiert. So ist es eben. Und deswegen wird die aufgenommen, diese negative Nachricht wird verbreitet. Wenn man gesagt hätte, die können alle in Urlaub fahren oder uns etwas machen, das interessiert niemanden. Aber warum nicht? Das ist ja eigentlich der Vorwurf, den die AfD und auch immer wieder sagt, Lügenpresse, dass tatsächlich solche negativen Dinge weitergegeben werden. Vorwurf, den man auch der Presse machen muss, wenn nicht recherchiert wird, nur negative Nachrichten gesendet werden, dass die am ehesten geglaubt werden. Das ist ja. Also die Überlieferung von negativen, fürchterlichen Geschichten ist in einem der wichtigsten Bücher massenweise zu finden, nämlich innerhalb der Bibel. Das ist ja eben kein Buch, wo von Harmonie und Liebe und alle mögen sich geredet wird, sondern es wird von permanenten Konflikten und auch fürchterlichen Morden berichtet. Und hier im Yiddish Summer haben wir auch mal eine ganze Woche über diese Geschichten geredet. Und warum ist das eigentlich so? Und die Antwort, die ich dort gekriegt habe, war, um die eigene Verantwortung, sich ein Bild zu machen und einen eigenen Zugang zu finden und die eigene Verantwortung näher zu fassen, dass einem das nicht abgenommen wird, sondern es wird einem permanent eine Geschichte oder Geschichten präsentiert, die alles andere als leicht zu gutieren sind. Und das zwingt dazu, sich damit auseinanderzusetzen. Das wäre eine Erklärung, warum solche Geschichten erzählt werden, sozusagen als Lehrstück, als etwas zum Weiterkommen. Aber viele wollen ja gar nicht weiterkommen, sondern sind schon völlig zufrieden, dass es solche bescheuerten Dinge gibt. Das ist übrigens auch eine Frage, wenn Leute gerne wissen wollten, wie wurde denn gefoltert in Buchenwald? Können Sie mal was sagen, wie das mit dem Prügelbock war? Natürlich kann ich das erzählen, aber ich habe dann zurückgefragt, wozu wollen Sie das wissen? Wollen Sie eine Fortbildung in Sachen Folter haben oder wozu ist das wichtig? Wie gehst du dann in diesen Projekten? Also ich habe das eben nochmal eingangs erwähnt. Es gibt zwei Sachen. Einmal diese Snapshot-Projekte. Da beschäftigt ihr euch, wenn ich das jetzt richtig gelesen habe, also mit den unterschiedlichen Menschenbildern in unterschiedlichen Epochen und wahrscheinlich auch, wie man, also für mich ist interessant, wie man das vermittelt, vor allen Dingen auf einer emotionalen Ebene, sich da wirklich reinzufühlen. Nur dann kann man ja tatsächlich etwas lernen und auch im Urteilen von anderen ein bisschen differenzierter machen. Und dann gibt es noch dieses Freiwilligenprojekt Planet Buchenwald, Planet Buchenwald Deep Space Weimar. Vielleicht kannst du darüber noch was erzählen. Ja, möglichst knapp. Ja. Der Sohn eines Überlebenden aus Belgien hatte mit der Künstlerszene in Löwen sehr viel zu tun, kannte die Kulturdezernentin der Stadt und hat ihr vorgeschlagen, es wäre doch gut, wenn sich Jugendliche aus Löwen, konfrontiert auch mit Fremdenhass und so weiter in der eigenen Stadt, sich mit der Geschichte von Buchenwald und Weimar beschäftigen könnten, um dann sozusagen mit diesem Wissen einen anderen Blick für die eigene Stadt zu bekommen, die eigene Gesellschaft. Und er hat die überzeugt, das wäre doch eine gute Geschichte, und dann kam er hierher und hat mich dann gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, Programme mit 100 Schülern für eine Woche zu machen, wo es um Buchenwald und Weimar geht. Ja, ich spreche auch nicht Flämisch. Und ich habe aber trotzdem gesagt, ja, probieren kann man es. Und dann kamen sehr wichtige Sachen ins Spiel. Zum einen diese Verbindung zwischen Buchenwald und Weimar, wo man ja auch feststellen kann, nicht alles Böse war da oben und alles Gute hier unten. Vieles, was wir jetzt gerade auch besprochen haben, ist ja dann auch an Solidarität und so weiter in Buchenwald unter den Häftlingen passiert. Also eher positive Geschichten. Und Denunziationen gab es jede Menge in der Stadt und in dieser Gesellschaft, sonst wären die Lager nicht voll geworden, muss man mal so ein bisschen flapsig sagen. Insofern war dann die Frage, wie können wir das vermitteln? Und
wie machen wir das mit der Sprachhürde? Und dann war die Idee, dass wir mit Bildern arbeiten und sie dazu recherchieren lassen und wir versuchen, möglichst viele Informationen dann so zu vermitteln, dass sie durch eigene Eindrücke Gelände anschauen, fotografieren, eine kleine Ausstellung machen oder Biografien übersetzen und benutzen, anderen vermitteln, was sie mitgekriegt haben. Mhm. Und das Programm heißt Snapshot, weil jeder Schnappschuss, jedes Bild ja nur einen Teil zeigt und die anderen Perspektiven fehlen. Mhm. Und daraus haben wir dann sozusagen ein Programm gemacht und haben gesagt, ihr könnt fotografieren, ihr könnt von verschiedenen Seiten bestimmte Dinge zeigen, ihr könnt verschiedene Ebenen deutlich machen und ihr könnt das entweder in einem Film, mit Text oder mit einer Collage, wie immer euch das gut liegt, machen. Bis dorthin, welches Denkmal fehlt in der Stadt? Ihr habt einen Tag Zeit, eins zu bauen. Und dann mussten sich 4, 5 über die Materialien einigen und dann überlegen, wie sie es gestalten können und haben dann etwas gebaut. Oder wie müsste das Gauforum umgestaltet werden? Ich sage jetzt bewusst Gauforum, ne, diese Architektur mit dem Atrium dran. Wie könnte man diese Innenfläche anders gestalten und wie könnte man auch die Gebäude anders gestalten? Weil da eben auch Landschaftsgärtner dabei waren, die weder Englisch noch Deutsch in der Schule hatten. Also wir mussten etwas finden, wo man jenseits von Sprache auch gemeinsame Ausdrucksformen entwickeln kann. Und da ging es dann auch nicht darum, dass sie uns das erzählen, sondern dass sie es hauptsächlich auch ihren eigenen Schülern erzählen. Und das Spannende an dem Projekt war, es waren Schulen, die zum Teil dicht nebeneinander in Löwen stehen, die aber keinen Kontakt zueinander hatten. Da gab es auch eine Menge Vorurteile, ne, über die ewig besoffenen Landschaftsgärtner und die hochnäsigen Gymnasiastinnen und so weiter. Und die haben dann auf einmal hier zusammenarbeiten müssen. Und das hat uns dazu gebracht, über neue Formen nachzudenken. Das ist der Ursprung für das Angebot der Klassikstiftung durch den Park. Phönix aus der Asche, was passiert, nachdem das Schloss abgebrannt ist und warum ist der Park so gestaltet, nicht anders? Weil das für die Landschaftsgärtner natürlich eine direkte Verbindung war. Und dann sagten die Lehrer von den anderen Schulen, aber unsere Schüler sollen den Park auch sehen. Das heißt, wir haben inhaltlich die Verbindung zwischen Stadt und Bauhaus und Goethezeit erstmal weit gespannt, nicht mit der Erwartung, dass sie jetzt in der Woche diese ganze Geschichte komplett kennen, aber verschiedene Aspekte entdecken und dann feststellen, es gibt sehr unterschiedliche Vorstellungen, was eigentlich ein Mensch ausmacht und welche Rechte er hat. Nazizeit und Goethezeit und Bauhaus und so weiter. Und dann war die letzte Aufgabe, wie präsentiert ihr jetzt das, was ihr hier in der Woche gelernt habt, erstmal in dieser Runde und dann als Vorbereitung darauf, wenn ihr nach Hause kommt und gefragt werdet, wie war's? Und damit man da nicht immer dieselben Worte sagt, war interessant oder war cool oder sonst was, und dann ist im Nu der ganze Inhalt geschmolzen wie der Schnee an der Sonne, haben wir gesagt, bitte gestaltet etwas, woran ihr dann auch anderen etwas zeigen könnt. Und bevor ihr antwortet, wie war's, fragt zurück, was wollt ihr wissen? Weil möglicherweise ist das bloß eine rhetorische Floskel, um zu sagen, ich habe mitgekriegt, du warst eine Woche weg. Aber es kann ja auch sein, dass jemand sich dafür interessiert, was man erlebt hat. Und dann wird das interessanter, das Gespräch. Das ist so der Hintergrund. Und im Grunde genommen war das die große Brücke in die Stadt zur IJBW und zur Klassikstiftung und zu Buchenwald, um endlich mal diese verschiedenen Orte zusammenzubringen. Und jetzt durch Corona hat das nicht weiter funktioniert, aber die Stadt Löwen wollte immer mehr Schulen da reinbekommen. Die JBW hätte das halbe Jahr nur mit Schülern aus Belgien führen können. Das zweite Projekt war die Aufforderung, was könnte denn die Gedenkstätte, die pädagogische Abteilung zum Kulturstadtjahr in Weimar machen? Und da ich ja nun als Freiwilliger auch meine eigenen Erfahrungen gemacht hatte, dachte ich, das ist eigentlich eine spannende Geschichte für junge Leute, wenn man jetzt aus 10, 12 verschiedenen Ländern junge Leute für ein Jahr herholt, die Erwartung hat, dass sie doch zumindest einigermaßen Deutsch können und sich die Geschichte aneignen, aber in der Zeit auch mit Falk Zenker als Musiker, mit anderen Leuten, einer Tanztheaterregisseurin und anderen nonverbal sich austauschen, dann kommt vielleicht etwas bei heraus, was sie
nicht nur für sich lernen, sondern auch anderen weitergeben können. Mhm. Und dieser merkwürdige Titel hat, glaube ich, was mit Star Wars zu tun, was ich nie angeguckt habe. Das war eine Idee von Herrn Knigge, weil er dachte, damit spricht man Jugendliche an. Und die sagten dann, ach, das gucken vielleicht noch Leute im Altenheim, aber uns interessiert das überhaupt nicht. Also die konnten mit dem Namen erstmal nicht viel anfangen, aber die Idee, dass man, sie haben sich dann selber die Planets genannt, dass man die gesamte Welt im Blick nimmt, die ganze Zeit. Darüber hinaus. Und nicht nur Buchenwald isoliert betrachtet oder Weimar oder Europa, sondern sagt, tatsächlich, die Weltkugel ist rund und das, was hier passiert ist, kann man bis Australien verfolgen, wo Überlebende hingekommen sind. Mhm. Das haben sie dann als Selbstbegriff behalten. Und das ist der Startpunkt für das Freiwilligenprogramm, was bis heute in der Gedenkstätte läuft. Mhm. Ich habe noch zwei kurze Fragen. Wenn ich versuche auch kurz zu antworten. Die eine, die überspringe ich. Okay. Nein, ich wollte noch mal ganz kurz, obwohl es wieder ein Sprung zurück ist, aber wir springen ja die ganze Zeit, zurückgehen in das Speziallager. Nach der Befragung Buchenwalds führte der sowjetische Sicherheitsdienst ab August 1945 bis zu seiner Auflösung im Februar 1950, also 4 Monate DDR, das KZ als sogenanntes Speziallager Nummer 2 Buchenwald weiter, also auf den Boden sozusagen, unter Zuhilfenahme der entsprechenden Baugegebenheiten. Vorrangig wurden dort zwar lokale Funktionsträger der NSDAP, aber eben auch Jugendliche und eben auch Denunzierte interniert. Also es muss wohl in 1945, 1946 auch dann nochmal eine ganze Welle von Denunziationen gegeben haben. Es soll sogar Menschen gegeben haben, das habe ich aber nur gehört, die zweimal nach Buchenwald verschleppt wurden. Einmal unter den Nazis und einmal unter den, also während der Zeit der sowjetischen Besatzungszone, während der Besatzungsmacht. Auch nur im Ansatz rechtsförmiger Verfahren fanden überhaupt gar nicht statt. Ja, und wie gesagt, unter den Opfern gab es auch zahlreiche Menschen, die wegen ihrer Nazi-Vergangenheit denunziert wurden, aber auch solche, die keine Nazis waren, die also einfach im Nachbarn angezeigt wurden aus... Das auf halt den ich quasi niederen, aus dem Hören sagen. Ja, ja, genau. aus niederen Gründen sozusagen oder aus persönlicher Bevorteilung. Wobei dann nochmal, also in den Jahren 46, 47, aufgrund der großen Hungersnot und so weiter im Lager, 6.000, 7.000 Menschen gestorben sind von den 28.000 Insassen, die das Speziallager über diese 5, 6 Jahre hatte. Was ist da bereits bekannt oder ist es da ähnlich wie das, was du vorhin von Buchenwald 1 sozusagen geschildert hast, dass diese Denunziationsgeschichten oder überhaupt die Lagergeschichten weniger bekannt sind, weil sie weniger erzählt wurden, weil sie in der DDR ja sowieso totgeschwiegen wurden? Also ist dir von solchen Fällen bekannt zum Beispiel? Also der Friedhof für diese 7.000 war ja, über 7.100, ist ja jahrzehntelang nicht als Friedhof markiert gewesen. Mhm. Es ist einfach ein Waldstück gewesen, wo man anhand der Bodensenken erkennen konnte, da und dort sind offenbar Tote vergraben worden. Die wurden dann markiert und natürlich haben dann die Verbände der ehemals dort Internierten darauf bestanden, dass diese Geschichte endlich deutlich vorgestellt wird. Deshalb auch das eigene Museum unten am Zaun vis-à-vis von dem Friedhof, wo dann die einen sagen, das ist aber geschickt versteckt und die anderen sagen, naja, aber wo hätte man es denn jetzt hinbauen sollen? Den anderen ging es dann auch schon wieder zu weit, dass dieses Museum überhaupt auf KZ-Grund gebaut worden ist. Also da gab es sehr, sehr große Kontroversen, wie diese beiden Geschichten zueinander dargestellt werden sollen. Und es war auch klar, dass es dann einen Gedenkplatz geben soll, wo man da auf diesem Friedhof dann an die Toten erinnern kann und die Angehörigen dann auch in einer größeren Zahl sich treffen können. Und dieser Platz ist mit einem Kreuz markiert worden. Da war schon wieder die Frage, wie groß darf das sein? Ja? Und wie groß dürfen diese Metallstelen sein, die die Gräber markieren? Und was schreibt man dorthin? Und das ist jetzt die Antwort auf deine Frage mit denunzierten Nazitätern und Leuten, die einfach aus anderen Gründen dort eingeliefert worden sind. Da steht dann einfach die Toten des sowjetischen Speziallagers 1945 bis 50. Das, ja, dann fragt man sich, welches Verb soll jetzt kommen? So, liegen hier, das wäre ja banal. Mahnen uns,
Kann man nicht sicher sagen, bei den überzeugten Nationalsozialisten, die auch eingeliefert worden sind. Die Würdigungsformel, den Toten im Akkusativ, die steht da eben bewusst nicht. Fällt vielen nicht auf. Aber bis in diese sprachlichen Feinheiten hinein muss man sehr gut überlegen, wie geht man damit um, dass man nicht einfach ein Denkmal für alle Opfer dieses Lagers bauen kann. Nicht, weil man sagt, die saßen da zurecht, ohne Verfahren und sind dort verhungert. Es hat ja keine Erschießungen oder so gegeben, aber die Lagerbedingungen waren tödlich für so viele. Und insofern war es ein Riesenglücksfall, dass die Unterlagen, die ja nicht in Buchenwald lagen, sondern in einem Moskauer Archiv, dann von einem alten Kollegen aus der DDR-Zeit, der sehr gut Russisch kann, dann dort in dem Archiv angeschaut werden konnten. Und er hat das Lagerjournal gekriegt, wo dann auf Russisch alle Namen aufgeführt waren, was beim Stichwort Meyer beispielsweise dann Probleme auslöst, ne? EY, AY und so weiter. Wer ist es denn nun, welcher Meyer? Aber die Unterlagen waren so präzise geführt, dass man auch sagen konnte, es waren über 28.000 und von denen sind 7.113 als dort im Lager verstorben markiert. Sodass man dann zum gewissen Zeitpunkt über die Insassen dieses Speziallagers sehr viel genauer Auskunft geben konnte, als über die 250.000, die in Buchenwald im KZ waren. Warum? Weil die Unterlagen, die noch übrig geblieben waren, nach dem Luftangriff und nach dem Versuch, sie noch zu vernichten durch die SS im April 1945, dann komplett als Beweismaterial von den Amerikanern mitgenommen worden sind für den Buchenwald-Prozess und später übergeben worden an das Internationale Rote Kreuz in Bad Arolsen, Westdeutschland, und damit für die Gedenkstätte überhaupt nicht mehr zugänglich waren. Also Bad Arolsen hat über Jahrzehnte diese Unterlagen nicht an die Gedenkstätte hier rübergegeben. Und das ist dann mit dem Einscannen und jetzt digitalen Möglichkeiten, dass man kann jetzt via Internet nachgucken, findet man den. Ne? Ich habe das Totenbuch heute gesehen. Also ich habe mir die Website angeschaut und das Totenbuch ist da quasi. Für das sowjetische Speziallager, ja. Und was jetzt Arolsen betrifft, kann man auch alle Unterlagen finden, die von dieser Person noch erhalten sind, mit der also was an Sachen abgegeben wurde und so weiter. Das war aber nur für eine gewisse Zeit möglich, diese Unterlagen zu kriegen. Darüber hinaus, wer war jetzt im Wachpersonal und so weiter, diese ganzen Informationen haben wir nicht bekommen und ich glaube auch nicht, dass wir da nochmal jemals dran kommen. Das heißt, auf der einen Seite haben wir viel erfahren und es ist dann sehr viel auch über Gespräche mit Überlebenden gelaufen, die dann eingeladen worden sind zu berichten, sodass man dann da einiges erfahren hat. Und ich erinnere mich sehr gut, dass wir mit einem, der als Hitlerjunge eingeliefert worden ist, Vorwurf war Werwolf, er hätte Waffen versteckt. Und er war nicht nur einfaches Mitglied der Hitlerjugend, er hat auch Jugendgruppen geführt, also er war für mehrere hundert Jugendliche verantwortlich. Und dann hat er sich aber im Herbst 1945 geweigert, die kommunistische Jugend mit aufzubauen. Also er hat sich geweigert, das neue gesellschaftliche System zu unterstützen. Mhm. Er hat gesagt, das glaubt mir doch kein Mensch, im Frühjahr Nazi und im Herbst bin ich glühender Kommunist. Also das funktioniert nicht, auch wenn er selber verstanden hat, an welchem größeren Verbrechen auch die HJ dann als Glied in der Kette eingedacht war. Ne? Mhm. Den haben dann Jugendliche mal gefragt, gab es eigentlich Gespräche im Lager über das, was die Einzelnen zu verantworten hatten? Weil da saßen ja Leute, die als Blockwarte und so weiter auch andere denunziert hatten. Und daraufhin sagt er, an solche Gespräche erinnert er sich nicht. Und dann hat er andere nachgefragt, andere Überlebende, und die sagten, nö, das war ja auch nicht nötig, wir waren ja alle unschuldig. Und der Bedingung, dass man nicht weiß, ob man nochmal vor Gericht sich verteidigen kann und dass man hier weder Angehörigen mitteilen darf, dass man in dem Lager einsitzt, die Angehörigen wussten es ja auch nicht, wo die abgeblieben sind, ob sie noch leben oder nicht. Unter dieser Perspektive sich sehr selbstkritisch zu prüfen, das erfordert schon sehr viel. Ich habe einen kennengelernt, Richard Nevermann, der später als einer der Gründer von Aktion Sühnezeichen Friedensdienste aktiv geworden ist. Der hat gesagt,
Für ihn war diese Zeit wichtig, um über seine Rolle als Offizier der Wehrmacht nachzudenken. Er ist später Theologe, Pfarrer geworden. Und die Zeit im Lager war eigentlich noch für ihn zu kurz. Aber das ist schon sehr selten, dass das jemand so beschreibt. Ja. Und für sich eine Perspektive entwickelt und sagt, also damit muss ich mich jetzt auseinandersetzen. Ich kannte ihn über viele Jahre, habe dann durch Bodo Ritscher, den Kollegen, der diese ganzen Geschichten dann zu recherchieren hatte, erfahren, er meinte dann, du müsstest eigentlich diesen Nevermann kennen. Natürlich kannte ich ihn durch die Organisation. Und dann habe ich ihn angerufen und gesagt, sag mal, du hast nie erzählt, dass du in diesem sowjetischen Lager eingesessen hast. Warum nicht? Wir arbeiten in einer Organisation, die sich um die Aufarbeitung von Geschichte permanent kümmert. Und du erzählst sowas Wichtiges nicht? Ja, sagt er, ich wollte ja nicht den Antikommunisten billig Wasser auf die Mühle leiten. Das war auch nicht unrealistisch, diese Einschätzung. Aber es war bitter, dass das auch selbst im persönlichen Bereich nicht möglich war, das zu erwähnen. Und insofern, ich weiß nicht, wie viele Belastete die sowjetischen Behörden durch Dokumente gefunden haben. Die meisten werden durch Deutsche genannt worden sein. Und dann wird nicht überprüft, was der wirklich gemacht hat. Es gab auch Fälle, dass ein LKW mit Gefangenen von einem Gefängnis dann nach Buchenwald gefahren ist und jemand ist runtergesprungen, ist weggelaufen. Die Bewacher wussten, sie kriegen Ärger, wenn sie mit einem zu wenig auftauchen und haben dann jemand anders von der Straße mitgenommen. Damit die Zahl wieder stimmt. Aber da muss man aufpassen, dass man nicht über solche einzelnen Geschichten dann sagt, das waren ja auch alles Unschuldige. Das wäre ja sehr angenehm, wenn man das so sagen könnte. Oder es waren alles Nazis. Auch das ist für manche sehr angenehm. Aber es ist eben nicht deckungsgleich mit dem, was wir eigentlich zu berichten haben. Und das spiegelt sich auch auf den Grabsteinen wieder. Ne? Ich hatte von dieser Frau Röhle erzählt, es gibt einen anderen Grabstein, da steht ein Richter. Ne? Für das Recht gelebt, durch Unrecht gestorben. Das klingt doch sehr ehrenhaft. Wenn man sich fragt, was ein Richter in der nationalsozialistischen Zeit eigentlich für Urteile gefällt hat und das auch nachgucken kann in dem Fall, stellt man fest, das hat mit unseren Rechtsvorstellungen nichts zu tun. Soll man den Stein jetzt wegnehmen? Oder die Familie bitten, das dort wegzulassen? Besser, man redet drüber. Und ziemlich lange. Also ich glaube, also was ich heute mitgenommen habe, ist, dass man Geschichte nie eindimensional erzählen kann, dass man sie aus verschiedenen Perspektiven erzählen muss, gerade an diesem Ort. Das ist besonders wichtig. Und eine kleine Frage noch, weil ich immer wieder auf diese Jugendprojekte zurückkomme. Wie viel Zeit nehmt ihr euch da, um das zu beackern? Weil ich finde, das geht ja an einem Tag nicht. Da muss man irgendwie sich länger beschäftigen. Ja, also da muss ich sagen, ich habe, bevor ich in Israel als Freiwilliger war, meinen Zivildienst beim Roten Kreuz gemacht. Und ich erwähne das, weil es immer wieder als Argument kommt, also Kurzzeitpädagogik, 90 Minuten Führung, das bringt ja nichts. Wir haben beim Roten Kreuz vom Unfallort bis zur Klinik vielleicht 12, 15 Minuten Zeit gehabt. Also medizinisch betrachtet ist das ja ein Witz. Aber fürs Überleben total wichtig. Und deswegen halte ich es für falsch zu sagen, also gute Pädagogik beginnt nicht unter 3 Stunden. Unter so einer kurzen Zeit muss man sich 5-mal mehr überlegen, was man sagt, weil man es nicht zurücknehmen kann. Und umso wichtiger ist es, dass man sich mit denjenigen, mit denen man zu tun bekommt, vorweg möglichst kurz schließt und erfährt, warum kommen sie, welche Fragen sind wichtig und so weiter. Und wenn man das macht, ist es natürlich erstmal aufwendiger in der Vorbereitung. Man muss auch mehr Material parat haben und Methoden und so weiter. Aber es ist im Grunde genommen viel fruchtbarer, weil sich diejenigen, die so angesprochen werden, auch ganz anders ernst genommen fühlen. Und insofern ist das, glaube ich, ein ganz großer Unterschied auch zur Pädagogik, die in Buchenwald vor 89 gelaufen ist. Da ging es darum, eine klare Botschaft zu verkünden. Und die ist bei vielen nicht angekommen, weil sie als oberflächliche Botschaft. Es war zu glatt, weil bestimmte Dinge nicht stimmen. Ja, es gab bestimmte Rituale, also man wusste genau, wie das ablief, diese Art von sich erinnern. Und ich meine, es hat trotzdem eine Wirkung hinterlassen. Ich muss eine ganz kleine Anekdote noch. Meine Grundschullehrerin, eine ganz, ganz tolle Frau,
war am Ende des Zweiten Weltkrieges, glaube ich, 21 Jahre, also ganz jung. Wir haben sie quasi in den, wir waren ihr letzter Jahrgang, dann ist sie in Rente gegangen und sie war eine von denen, musste aus jeder Familie jemand dann nach Buchenwald gehen und sich das anschauen und das sehen. Und sie war eine von denen, die da hingegangen ist und uns dann wiederum davon berichtet hatte. Also das hat mich schwer beeindruckt. Ich war damit also maximal 10 Jahre alt. Und sie war Kindergärtnerin, also sie hatte einen ganz tollen Draht zu uns. Wir haben sie alle geliebt, das war so eine ganz tolle Frau. Sie hat also auch irgendwie die richtigen Worte gefunden, aber dadurch war so ein ganz persönlicher Bezug. Und da konnte ich diese scherenschnittartige, sonstige Darstellung hinter mir lassen und dann so ein bisschen ein persönliches Bild davon gewinnen, was das eigentlich gewesen sein könnte. Also ich glaube, es ist immer so. Gut, jetzt könnte man den falschen Eindruck bekommen, es ist alles schrecklich kompliziert und braucht fürchterlich lange Zeit und lohnt sich das eigentlich mit dem ganzen Aufwand. Und jetzt müssen wir mal mit der Kamera ein bisschen runterschwenken. Genau. Ich habe dieses Schachspiel mitgebracht, was inspiriert ist durch Yoko Ono, die ein Schachspiel komplett weiß angemalt hat und dann gesagt, daneben einen Zettel gelegt, spielt damit. Nach den üblichen Regeln funktioniert das ja nicht. Und wir haben jetzt sozusagen einen Schritt weiter noch gemacht und gesagt, wir malen diese Figuren in den Regenbogenfarben an. Und diese Figuren können nicht nach den üblichen Regeln laufen. Also mit einem russischen Überlebenden habe ich dieses Spiel aufgebaut. Wir hatten ein bisschen Zeit und gesagt, wir können ja Schach spielen. Und dann haben wir angefangen zu ziehen. Er hat gezogen, als ob alles normal wäre. Und nach 4, 5 Zügen meinte er, Entschuldigung, ich weiß jetzt nicht mehr, welches meine Figuren sind. Und daraufhin habe ich ihn gefragt, müssen wir das wissen? Müssen wir in diesem Freund-Feind-Schwarz-Weiß-Bild bleiben? Oder können wir nicht sagen, die Uniformen kommen weg und wir erkennen, dass wir sehr viele Gemeinsamkeiten haben, aber natürlich auch sehr unterschiedlich laufen und uns bewegen. Und als Brückenschlag zur Kunst und zur Gedenkplatte oben auf dem Appellplatz, in der Mitte dieser Platte, die an die Zeremonie der Überlebenden im befreiten Lager erinnert, da stehen die Nationalitäten. Da kann man wieder sagen, aber die Homosexuellen fehlen, die Zeugen Jehovas fehlen und so weiter. Also man kann sich über diese Liste lange, lange streiten. Und man kann auch sagen, wieso stehen da Algerier und es gab doch gar kein unabhängiges Algerien und so weiter. Wenn man also anfängt zu überlegen, wie könnte man Menschen kurz und knapp beschreiben, wird man merken, dass eigentlich funktioniert es nicht. Auch hier merkt man ja schon, es gibt eine enorme Vielfalt. Horst Hoheisel, der den Auftrag bekam, diese Tafel zu entwickeln, hat dann gesagt, gut, also ihr wollt die Differenzen, setzen wir drauf. In diesem Fall in Form der Nationalitäten oder Staatszugehörigkeit, wie immer. Aber es sollte auch sehr deutlich fühlbar sein, dass es eine Menge Gemeinsamkeiten gibt. Und dazu sollte diese Metallplatte von unten auf 37 Grad menschliche Körpertemperatur erwärmt werden. Was im Winter den Effekt hat, dass der Schnee nicht drauf liegen bleibt und man diesen Text immer sieht. Und nicht alles, was wichtig ist, ist sichtbar. Man muss es fühlen, man sieht die Wärme nicht. Und insofern besteht, glaube ich, die Kunst darin, auf der einen Seite sehr komplexe Dinge auch komplex wahrzunehmen, verschiedene Perspektiven und Methoden zu benutzen. Auf der anderen Seite sich aber immer wieder auch deutlich zu machen, am Ende geht es um eine ganz einfache Erkenntnis, dass wir als Menschen am besten miteinander leben, wenn wir uns respektieren. Und das steckt für mich in dieser Tafel drin und ich habe sehr oft erlebt, dass das auch sehr viel Nachdenklichkeit ausgelöst hat und dieses Snapshot-Programm hat regelmäßig den Tag dort oben auch beendet. Okay. Das ist jetzt damit sind wir wieder bei der Kunst. Ja. Absolut. Also ich würde eigentlich an dieser Stelle, ich glaube, das ist jetzt so ein wunderbarer finaler Punkt, den du hier gesetzt hast. Ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit, für die differenzierten Gedanken. Hast uns alle mitgenommen und jetzt haben wir ordentlich was für den Abend und die nächsten Tage, um darüber nochmal zu reflektieren. Ja, danke für die Fragen. Ganz herzlichen Dank. Gut. Ja, dann alles Gute.